Oh nee, nicht schon wieder. Was denn jetzt kaputt? Ach, Freunde, oh nein. Nein, wo sind wir hier? Lass nein, das. Es soll doch zu Ende sein. Nee, Spaß. Der Aftertalk-Stream hier beim den Typen, der eh nie aufhört zu streamen. Egal, was für eine Aktion ist. Nein, Spaß, Freunde. Schön, dass ihr noch da seid. Und schön an meine Gäste. Ja. Oh. Guck mal, hey. Die Dauerstreamer unter sich. Bloxy. Du kannst bei Server streamen, Lot. Genau. Ich wollte gerade sagen, was hier der Modmoff selbst streamt doch nicht dauernd. Ich meinte auch nur dich und Thomas. So, ja. Ja, das stimmt. Ich seid streame gar nicht. Hallo? Nee, mal, noch nicht. Streamen. Den ersten Stream von Thomas sehen wir erst bei 1000 Abonnenten. Das stimmt. Wird noch klappen. Ich wette. Da freuen wir uns. Das erste Video, Moment. Achso, ich dachte, der erste Stream. Na gut, okay. Nein, Spaß. Erste Stream könnte durchaus vorher passieren. Achso, ja, Stream ist ja okay. Es ist schon ein bisschen creepy. War das eine Ankündigung? Es ist ein bisschen creepy. Wir haben Freitag einen Abschiedsstream gemacht und eben gerade eine Abschiedsshow und machen jetzt einen Stream. Wir machen einfach weiter. Das ist ja jetzt kein Building Bricks for Happiness mehr. Das ist jetzt ich habe trotzdem den Hashtag mir mal geklaut. Jetzt habe ich wieder geil. Und geht der Daumen nach unten. Dankeschön, lass Ben. Doch den Hashtag. Warte den Hashtag und benenn das Building Bricks for Hope. Ja, genau. Building Bricks for Hope. Genau. Warte, den zweiten Daumen kriegst du von mir. Druckst du dann auch neue Figuren, Thomas? drei Daumen runter. Geil. Ja, geil. Danke, Ben. Ich bin nicht Marcel und jetzt bitte Kontenance. Bauen wir was, Freunde? Haben wir was da? Glück bereit. Ich hab alles gebaut. Ich hab hier so ein Abspritzset noch. Ja, sehr geil. Ja, sauber. Abspritzset. Ich könnte Meros Lieblingsset bauen. Ja, dann mach das. Den Dodge. Ein Lieblingsset? Oh, den Dodge, ja. Aber Alter, als ich das im Discord, du bist ja leider nicht mit, aber als ich das gesehen habe, wie Bricktendo den jetzt beleuchtet und motorisiert hat, Alter, das ist so Porno. Das ist so geil. Das ist der Hammer. Ja, gekauft habe ich ihn ja. Dank Mero mit gutem Preis. Hey, letzte Preis, ey. Guter Vorsortierung, hoffe ich. Hey, was letzte Preis? Ja, das weiß ich. Hey, was, genau, was letzte Preis? Ben, dann hol ran, dann bau. Ja, ich muss gerade noch was tippen, dann hol ich ran und bau. Aber ich meine, wenn ich Dodge sage, wisst ihr ja eh was von Set. Das muss ich jetzt nicht in die Kamera klatschen. Ein Ferrari F40. Kleiner freudscher Versprecher. Ja, Fiat und ich werde ja wohl noch eine rauchen, ganz gemütlich. Und dann, der Blockster streamt ja, habe ich gar nicht gemerkt. Ja, das war auch wohl eben so ein Ding, ne? Toll, jetzt kommen hier die ganzen Viecher rein wegen der Lampe. Nicht wegen der Lampe, wegen dir. Wegen dir. Mehr der Geruch. Oder was? Von Verwesung. Hat wer gepupst? Du hast gerülpst, komm. Vor so ungefähr 3 Minuten habe ich noch gesagt, ich freue mich, mit Michael in einem Stream zu sein. Das ändert sich gerade. Die Niveaudelle ist jetzt schon erreicht. Meine Tochter, die ist 3 Jahre alt, die sagt jetzt immer, wenn sie Flaschenblitzen hat, ich mache Popcorn. Geil! Warum haben wir kein Popcorn? Ganz kurz, der Chat hat gefragt, warum ich die Hedwig nicht baue. Ich habe es heute Morgen schon gesagt. Ja, in meinem Ich baue kein Harry Potter-Set mehr in einem Livestream. Ich mache kein Harry Potter-Set mehr auf, weil, wen wundert's, es fehlt irgendwas. Also, oder? Ah, wer hätte es gedacht? Ja, Chat. Ja. Der Chat sagt, ich hätte den Afterstream machen sollen, aber das wäre zu einfach gewesen. Ja, das geht gar nicht. Ich habe dir zugeflüstert, mach du's, aber dann, ne? Ja, 12 Wochen lang immer jeden Stream gesagt, abonniert Brickmerch und dann bam. Wie ist denn der aktuelle Stand überhaupt, Thomas? Wie ist denn der aktuelle Abonnent? Weiß ich gar nicht. Es sind, glaube ich, gerade ein paar dazugekommen. Also der Henry-Stream hat... Es hat gebimmelt, ja. Genau. Noppenparade, wenn du das sagst, bei mir, egal, das könnte einer kontrolliert haben. Es haben sogar schon Leute unter meine Videos kommentiert. Sie haben den Stream gesehen und schon hat ein Teil gefehlt. Also das ist bei mir. Ja, das ist so. Das ist also Jörn zieht das. Also wenn man mit Jörn zusammenbaut, fehlen Teile. Das ist einfach so. Ich bin das Bermuda-Dreieck für Teile. Also ja. Ich glaube, dann baue ich lieber nichts. Doch, aber bei uns ist es okay, aber bei dem, wenn der jetzt anfängt zu bauen, irgendwas fehlt. Tüte 20, Tüte 30, was weiß ich, irgendwas. Na, bei Fitten geht es. Aber ich
hab's dir ja gesagt, Blockstar, deine OVP-Sammlung. Es wird dich in den Träumen verfolgen. Du wirst sie nie aufmachen. Ja, das ist so. Hattest du nicht mit dem Rancor-Pit auch schon das gehabt? Das habe ich ja auch. Blockstar, das habe ich ja auch gemacht. Ich hatte ja auch meine OVPs. Und das war ja, glaube ich, in dem ersten Stream, wo ich gebaut habe, habe ich ja den Doppeldecker gebaut, den ich seit Jahren hier stehen hatte, OVP. Und dann habe ich den im Stream dann. Ja, entjungfert. Aber Ben, weil du gerade gesagt hattest, Tüte 20, es gibt ja nicht so viele Sets, die so viele Tüten haben. Ne? Also Blockstar, falls du den Millennium-Falken da zu stehen hast, ich würde mir Gedanken machen. Ich habe den Todesstern da hinten. Oha! Aber lustigerweise, wir haben hier heute Mittag beim wegen den Hashtags, weil ihr gerade Abschluss hättet, bei Michael haben wir ja heute, habe ich dieses, Mr. Miro, du hast es gesehen, diese Dschungel Set gebaut. Ich das Entjungferungsset gebaut. Ja. Ich habe es gesehen, aber ich muss gestehen, tatsächlich, ich war heute Mittag wieder mal so durch. Ich bin tatsächlich dabei eingeschlafen. Das war das Letzte, was ich gehört habe. Und dann irgendwann. Aber bei sowas kriegst du ein, wenn ich Entjungferungsset sage. Das ist so Triggerwort. Das ist sofort. Was? Ja, andere Leute wachen bei Bumschuppen auf. Also was? Ja, genau. aber es war tatsächlich ein sehr witziger Stream mit dem Entjungferungsset und vor allen Dingen, wie Michael dann diesen Technik-Pin da mit WD-40 durchgeprügelt hat. Alter, ey. Das hat mich wieder gefreut als Abfall. Aber WD-40 geht für alles, auch für Lego offenbar. Oh, oder in dem Fall war es ja kein Lego. Sind das so viele Aufkleber? Das ist ja komplett ein Auto, weil ich da kann ich ja. Ja, einfach drauflegen, ist fertig. Was brauchst du? Bei Lego beziehungsweise Klemmbaustein müsste ja. Ach so, wie geil. Wie geil. Silikon. Glaub mir nicht meine Catchphrase. Entschuldigung. Ja? Also bitte. Werd mal kreativ und denk dir was Eigenes aus. Ben, ich habe gehört, die hast du dir auch geklaut. Von daher, geil! Geil! Kriegt man da VG-Wort irgendwie Geld, bestimmt. Wenn man das muss mir als Marke, als Wortmarke sagen. Ja. Also bauen wir jetzt alle. Nur Michael nicht, der entfettet. Ich habe alles. Ich entfette noch. Ich muss an meine Hände. Die riechen noch nach WD-40. Aber man muss dazu sagen, lieber Chat, der Michael baut viele Technikautos und nennt sich selber ja auch schon Autohaus Reimann. Ja, kann ich nicht dafür. Sind nur und dann braucht man WD-40, oder? Das stimmt. Ich sprühe die jetzt alle so ein bisschen ganz leicht mit WD-40, dann riechen die alle nach Auto. Das ist, glaube ich, eine gute Idee. Geil. Kennt ihr diese Werkstattschilder? Soll es sich bewegen? Nee, bewegt es sich? Ja. Soll es sich bewegen? Ja, dann WD-40, nein, genau. Gaffertape. Ich könnte den bauen. Nee, Farbmann, das schreibt man leider anders. Das ist leider, schaut euch an. Ich schreibe es mal in den Chat, wie es geht. Aber schaut da, das ist genau das Richtige. Ja, so ist es nämlich. So ist, deswegen baue ich es lieber doch nicht jetzt. Leute, guckt nicht zu. Nee. Ja, Nutella-Bogen-Monster, du hast recht mit den Aufkleberbögen, ist ja richtig. Das hätte ich auch mit denken können. Aber gefühlt sieht es aus, als wenn ich das einmal so aufs Auto drauf mache, den großen, und dann war's das. So drauf. Geil. Einfach fallen lassen. Ich hab dich auch gefragt, brauchst du da einen Speed-Champion? Ja, den F14. Ja, dann wundert es mich nicht. Ja, ich weiß, der Chat. Also ich könnte auch den Speed-Champion bauen, also, aber weiß ich auch nicht. Jetzt, wenn Bloxy dabei ist, fehlt da wahrscheinlich die Hälfte in der Tüte. Das fehlt ja nur bei ihm. Ach so, aber das ist ja geil. Dann baue ich das jetzt, dann fehlt bei ihm. In Wahrheit hast du mal zwei da drin oder sowas. Ja, das ist natürlich geil. Ja, ich glaube, dann mache ich das. Abfernes Karma. Das wäre ja lustig. So. Aber wir alle Bielefeld rausbringen oder bauen, aber Ben kriegt es da nicht hin, das zu produzieren. Bielefeld? Das ist ja nicht Bielefeld nur auf meinem Mist gewachsen. Ja, ihr zwei dann halt, du und ja. Apropos. Der andere Rechtehaber wehrt sich noch, oder was? wir kriegen es einfach zeitlich nicht geschissen oder auch organisatorisch, aber das ist ja kein Wunder bei uns beiden. Ich wollte nur mal ganz kurz sagen, ich bin eigentlich mit Bauen heute den ganzen Tag beschäftigt gewesen. Vielleicht kannst du mich mal groß machen. Ich habe nämlich was Schönes hier für die. Was Geiles. Und zwar habe ich. Alter, was ist denn da passiert? Was ist das denn? Das ist der geklaute Mock, dieser Pier, der auch bei Ideas gelaufen ist. Und ja, ich habe den quasi jetzt auf- bzw. umgebaut. Hier in der Mitte hat man dann halt den Krabbenkutter. Und ich habe hier unten noch ein kleines Gimmick, das möchte ich euch mal zeigen. Vielleicht kann man das sehen. Warte, da unten, seht ihr das? Da. Nee.
Was denn? Was sagst und, du, was wir sehen sollen? Unten, ja, genau. In, da. Ja, du hast die Schildkröten. Die Schildkröte, süß. Die Baby-Schildkröten-Nester unten. Ich süß. Fand's so süß, ja. Ist geil. Ist das, das sieht ein bisschen aus wie viele Teile von dem Angelladen, oder? Es so. Ist ein Set, was der Designer zum Angelladen passend so. Designt hat. Ah, okay. Genau. Cool, ja. Und das, wie gesagt, wurde leider geklaut. Und ich habe das geklaute Set gekauft. Dank Blockstar, jetzt hast du es. Jetzt so, ist es raus. Ganz kurz noch diese Idee, wo hast du die auch her? Sag es auch noch mal ganz kurz ein bisschen, wer hat dich mit befruchtet? Ich? Ja. Blockstar! Ja, genau. Ja, von Blocks befruchtet, Juri, sag mal. Aber ich mag es jetzt. Also, es ist geil geworden. Ja. Also. Ja, sprich dich aus. Rede. Zeig es noch mal bitte, du hast es nur so kurz. Oh, ja, ich mache da ein Video zu. Wer hat dich noch mal kriminellen Handlungen angestrichen? Blockstar! Nein. Alle Anwälte schreiben mit. Nein, ich habe gesagt, ist auch Latte. Ihr könnt das Video von Ben angucken, da ist alles gedings. Alles. Aber also hier außer, das heißt Ben schon, geheult hat. Wo hast du den Krabbenkutter her, wird gefragt? Von Lego. Das ist Hidden Side. Das ist der gekenterte Garnelenkutter von Hidden Side. Maria, so heißt der, ne? Bitte? Der heißt Maria. Der heißt Maria. Ja, genau, da ist er, genau, richtig. Ja. Und der Maria. Maria steht da drauf, genau. Genau, die Santa Maria. Santa Maria. Insel, die es geht wieder los, oh Gott. Okay, ich brauche mehr Bier. Ah, wir sind ganz dringend aufhören, weniger zu trinken. Naja, auf jeden Fall haben ja schon ganz viele vorab gesagt, der Kutter passt perfekt zum Angeladen. Ja. Und als dann auch noch der Pier dann dazu kam, zu dem ich Blockstar übrigens überredet hat, hat man dann so perfekt gesehen, wie der Kutter da so reinpasst. Oh. Oh, so ganz, er gleitet hier, er gleitet hinein. Ohne Wind. Entweder Gleitgel oder Anlauf, aber er passt. Sonst mit WD-40 geht das. Da quietscht es zumindest nicht so laut. Ja, super. Genau. Oh, ja. Wer sein Lego liebt, benutzt Spucke oder was? Ja. So, ich hole mir mal kurz ein Set. Ja, schönen Gruß. Ja, endlich. Schönen Gruß. Also, Freunde, ich glaube, wir 6 komische A-Volls. Stimmt doch gar nicht. Wo bin ich denn in A-Voll? Ich bin. Du bist ein B-Voll, stimmt. Du bist ein C-Voll. Ich möchte das hier an dieser Stelle nochmal wiederholen. Diese Abkürzung AFOP, ne? Die steht doch für Adult Fans of Brickmod. Ja, genau. Ja, klar. Alles klar. Gut, verstanden uns, ist okay. Darfst du aber ja nicht sagen, dann tut sich ja der Boden auf, roter Rauch steigt auf und der Klaus von BB steigt aus der Tiefe auf. Und oh ja, Gottes Willen. Ja, können wir vorbeikommen. Ich habe noch einen neuen Hashtag, Freunde. Es gibt einen neuen Hashtag. Reingleitzett. Oh nein, nicht schon wieder ein Hashtag. Ich habe nichts getan, ich war es nicht diesmal. Was ist der Hashtag? Reingleitzett. Das Reingleitzett, geil. Ja, geil. Oh. A-Fock? Was ist denn A-Fock? Das ist ein Adult Fan of Tobi. Auf Tobi, das ist genau, ja. Du bist ein A-Fock, A-Fock. A-Fock. Achso, Adult Fan of Domino. Natürlich. Ja, das ist ja klar. Auf das hier. Mero, weißt du zufällig, wie viele Tüten das Set hat? Ich habe Angst gerade. Ja, bis morgen. Wollt ihr um 9 Uhr weiter streamen, dann machen wir gleich dann so früh Übergabe. Oder das hört mich gerade keiner. Hey, doch, mit WD-40 schmeckt Hawaii-Pizza noch besser, das stimmt. Hallo. Ach Mist, ich wollte für Benny eine Hawaii-Pizza machen. Ja, oh ja, ganz ehrlich, demnächst esse ich auch mal Hawaii-Pizza. Wo ist Tüte 3? Zeig mal, ob Tüte 3 dabei ist. Tüte 3 ist sogar neu. Uaha! Neu beschriftet dabei, Mero. Vielen Dank an der Stelle. Hast du den schon mal gebaut, oder was? Nee, Mero hat den gebaut. Und okay. Beziehungsweise, nein, die Story geht anders. Mipi hat ihn gebaut und ist verzweifelt, beziehungsweise hat es nicht geschissen gekriegt. Mero hat sich erbarmt und das zu Ende gewirkt. Und es hat mir dann. Ich unsere Moderatorin hier schlecht. Wie kann man eigentlich ein Lego-Technik-Set nicht hinkriegen? Ich meine, Technik ist nicht jeder Manns oder Fraus oder was auch immer Sache. Ich mag Technik nicht so gerne. Es hat ja nichts mit Mögen zu tun, aber die sind doch so billow, die Anleitungen. Aber Mero, die Tüte 4 ist noch komplett zu. Du hast den am Arsch nicht aufgebaut. So, Mero ist deswegen ja auch nicht da. Ja, der hat Angst. Ja, nein, er hat gesagt, er holt sich ein Set. Wahrscheinlich muss er jetzt wie diesen Agentenfilm einmal durch den Westflügel, Treppe runter, Keller, Turmschutztür auf, Zahlencode, Schloss. Der Tresor offen ist, das dauert. Also ich glaube, eher bei Mero ist es tatsächlich so, wo andere ein Ankleidezimmer haben, hat er ein OVP-Zimmer.
Okay. Ja, Michael sagt nämlich gerade, das Schöne ist, in meinem Lego-Zimmer sitzt nämlich die Midi und hat den Stream laufen. Das heißt, ich habe alles gehört. Und nein, ich habe verdammt. Also ich habe den Dodge nicht zusammengebaut. Ich habe den nicht fertig gebaut. Mipi hat den auch nicht fertig gebaut, aber ich habe ihn auseinandergebaut. Und dir sortiert, lieber Ben. Ja. Okay, ja, Mipi sagt wieder auch schon. Technik überlasse ich den Profis. Okay, dann sind wir hier falsch. Dann kann ihn ja keiner bauen. Genau. Profi. Ich habe noch einen Header dabei. Tatsächlich, ich werde den Safari-Wagen. Oh, geil. Oh, der ist wirklich gut. Ich finde auch, aber wenn ich verkleide mich gelegentlich auch. Ich hatte eigentlich mit dem Set was anderes vor. Und zwar war das ja meine Copper-Parodie. Der eine oder andere erinnert sich daran vielleicht. Oh. Dass ich halt nur das Set beschrieben habe, ohne Bilder zu zeigen. Aber ja, nö, jetzt baue ich den auf. Oh, der ich lese gerade vom Fehler. Der Brick schreibt, die Anleitung vom Lambo hat einen Bauschrittfehler. Ja, und also, dann heulen sie wieder rum, 380 und dann einen Bauschrittfehler. Nein. Ja, der fährt nicht, dein Lambo, was sagst du denn dann? Ja, dann verkaufst du ihn halt wieder. Achso, ja, das ist natürlich ein Argument, das stimmt. Rufst du bei Lego an, sagst du, Bauanleitung ist falsch, kriegst einen zweiten Lambo hinterher. Heute, der Popel wieder. Heute muss ich sagen, der Popel hat heute den besten Spruch der Welt gemacht. Was war das heute beim Stream bei Michael? Sticker, formerly known as Aufkleber. Ja, der war super. Der war echt gut, ja. Das ist ohne Witz, der kommt aufs T-Shirt. Ja. Oh, Blockster, deine T-Shirt-Sammlung wird riesig. Ja, vor allen Dingen, das muss auch auf dem T-Shirt, schaut mal hier. Von wem ist die Pizza von? Seitenbacher. Ich sag euch, wenn ihr alle nach Stuttgart kommt, zur Schwabenstein, ne? Dann gibt's, ich habe unten Seitenbacher stehen, es schmeckt scheiße, aber ist egal. Doch, ich esse jeden Morgen Seitenbacher Müsli. Ja. Gut, das erklärt jetzt auch einige, jetzt würde ich sagen. Verdauung ist in Ordnung. Danke. Da rutscht so einiges durch, wenn der Tag lang ist. Lassen wir das. Jeden Morgen um 7 Uhr Stuhlgang, um 8 Uhr aufstehen. Da gibt es doch diesen Witz mit diesem Herr Doktor, ich habe dauernd Stuhlgang, was kann ich dagegen machen? Wie geht das? Wie geht das? Ich mit Durchfall baden, sagt er, wenn ich die Banne voll kriege? Also. Ich kenne ihn auch anders, ja. Herr Doktor, ich glaube, ich habe Durchfall. Ja, dann machen Sie doch einen Handstand. Ach so. Seitenbacher verklagt uns wegen Markenbeschmutzung. Aber hier, das ist auch richtig. Ne? Der Volker isst nur Müsli, dass man auch bezahlen kann. Da hat er recht. Man sagt ja auch, dass man Müsli auch, wenn es EOL geht, an die Seite legen kann. Ist das so? Oh, Leute, das hat ja wieder Qualitäten hier, Freunde. Wieso, wir machen hier diesmal aber wirklich Witze ja mit auf Lego-Niveau. So niedrig. Sag mal, Thomas, baust du immer noch dieses Gespensterhaus? Das heißt ja immer noch, ich baue jetzt daran weiter. Ich spare mir das doch auf hier für besondere Gelegenheiten. Okay. In der Zwischenzeit muss ich arbeiten. Ach so, ich dachte, du baust immer noch arbeiten in das Jahre Ding. Das ist fertig, das steht da oben. Ach so. Da hast du ja auch gefühlt 50 Jahre dran gebaut. Was soll jetzt? 5 Streams habe ich da, 3 Streams. Alter, der Dirk baut gerade einen Mock mit 10, Technik-Mock mit 10.000 Teilen. Ja, was denn bitte? Ah, hier, da ist der Witz, Freunde. Pass auf, der AT oder Ad. Da, lest mal durch. AT möchte er genannt werden. Mal gesagt bekommen. Doktor, ich habe jeden Morgen um 6:30 Stuhl. Das ist so schön, wie das war. Ja, ich fand den jetzt ganz okay. Ja, damit ist irgendwie jetzt auch die Luft raus aus dem Stream so ein bisschen. Okay, das war schön. Macht's gut, Leute. Du musst aber Kaffee trinken jetzt. Den großen Tow-Truck, okay, Dirk. Ah, okay, alles geil. Habe ich erwähnt, ich baue das Abspritz-Set, um das nicht das hast du sehr geil. Also das ist für dich, ich muss das ja echt noch holen. In meinem Stream künftig, also wenn die Kleinbaustein-Crew streamt, ist das eigentlich Pflicht, Thomas. Ja. Sozusagen machen. Weißt, aber Thomas hat das Ab-Bums-Set. Wie heißt das, dieses Ab-Knall-Set? Wie heißt du denn? Ja, das mit der großen Pumpe. Ja gut, Thomas ist eigentlich raus. Er hat den The Mother of Abspritz-Sets hat er eigentlich. Abschieß-Set. Abschieß-Set, ja. Come-Shot-Set. Naja. That's what she said.
ja, gut. So viel zum Thema. Ja, ja, ich hatte es auch gerade noch im Kopf. Ich wollte es irgendwie verdrängen. Mir kam gerade so in den Kopf so, ja, weil wir ja hier gerade diese Ärztewitze hatten, ne? Durchfall, nur echt von Seitenbacher. Nein, hier Durchfall ist proudly presented by. Ja, oder so, ja. Oh. Durchfall von Seitenbacher, geil. Nein, genau. Seitenbacher Müsli. Ja, der Witz war flach, stimmt, ja. Ja, ja, gut. Schön, dass du gesagt hast, dass es nicht schmeckt, Ben. Dann bestätigt mich das auf jeden Fall in meinem Vorhaben, das als nächstes Verpackungsmaterial für dich mitzuschicken. Oh, du bist ein Arsch! Schön reingekippt, ne? Ja, immer schön einen reinlöten, ich weiß. Ja. Ach, da war ja auch was reinlöten. Aber nee, ernsthaft. Das nicht, es ist, ja, ich sag mal, ich habe Schokomüsli, das geht dann gerade noch. Ja. So, was hat, darf man jetzt eigentlich das schon. Das ist ja kein Müsli. Erzählen, wir ja. Sind nach 22 Uhr, deswegen. Rentnerstellung, kennt ihr die? Was? Nee. Was? Ja. Die Rentnerstellung? Was? Nicht macht, einer liegt und der andere fällt drauf? Nee, sie macht Handstand, er lässt ihn reinhängen. Oh! Oh! Okay, zack, habe ich mich verbaut hier. Okay. Ich habe auch noch so einen geilen Spruch. Warte mal, wo wir gerade bei Rentnern sind. Abbumset. Das ist auch geil, ja, ja. Ich kenne nur die Rodeo-Stellung. Kennen Sie die Rodeo-Stellung auch? Du nimmst nee, die Rodeo-Stellung, ja, sagst du das HIV-positiv und dann versuch mal drauf zu bleiben. Oh, Freunde, bitte. Okay, pass auf, ich habe auch noch einen. Ja. Jetzt komm, sogar in Gedichtform. Wir wollen das Niveau mal wieder heben. Ja, also ich zitiere hier. Kunst und Kultur oder was? Ja, ja, so ein bisschen, aber das ist nur für den kurzen Moment. Wir wollen ja so okay. Licht, ne? Also pass auf. Ja, okay. Gern. Ja. Zack, Daumen runter. Gern der Zeiten gedenk ich, da alle Glieder gelenkig, nur eines nicht. Die Zeiten kehren nie wieder, steif sind alle Glieder, nur eins nicht. Das ist wirklich der tiefste nicht. Ja, ja. Ich habe keine Ahnung, warum es da geht. Bei Pfizer. Bei Pfizer, ja, genau. Es ist einfach zu spät dafür, Leute. Ich glaube, wir lassen das an der Stelle. Ich frage mich gerade, warum ich diesen After-Stream habe. Warum habe ich zugesagt, ne? Genau. Warum habe ich dafür noch Werbung gemacht? Mama, ich will nach Hause. Ach komm, du willst es auch, Thomas. So ist es auch. Gib's zu. Kann man nicht sagen, die Frau kommt vielleicht zu. Oh Mist. Nee, nee, ach, okay, ist. Jetzt erst recht, Baby. Jetzt kann ich wohl jetzt. Ist er angekommen? Wo ist sie? Hab ich vergessen. Geil. Wo ist sie? Hab ich vergessen. Das ist super. Oh Mann. Ey. Ich hab heute Mittag das letzte Mal geguckt, da war sie noch sonst wo, aber hey. Ja. Wo sie jetzt rumliegt, weiß ich auch nicht. Oh Gott. Ist das übel. Sag mal, was baue ich hier eigentlich für eine Scheiße? Ah, egal, könnte hinkommen. Oh. Hä? Der was war das? Doch noch einen richtigen Line-Chat geschrieben. Der Jonas ist 15 und sagt, es war wohl nichts für ihn, dieser Stream. Ja, das tut uns leid, Jonas. Das ist, gute Nacht, ne? Okay. Ja, tschüss. Ja, Prost. Also YouTube Jonas, ist ja eh erst ab 16, ne? So. Ja. Nein, mal davon abgesehen. Ich dachte ab 13. Der Witz an der Sache ist, es gibt unterschiedliche Angaben, je nachdem, also die stehen beide in den in diesem Hilfe-Ding, wenn du YouTube-Hilfe dir anguckst. Um ein Google-Konto zu eröffnen, musst du 18 Jahre alt sein und um YouTube machen zu dürfen, musst du 16 Jahre alt sein. Also das echt? Beißt sich, das, ja, ja, das steht tatsächlich in den Hilfe-Dingern so drin. Deswegen beißt sich das ein bisschen. Aber ja. Ich glaube, nach 23 Uhr das Problem ist tatsächlich, Boden, ne? Also. Die Streams nee, kannst du dir auch morgen noch angucken, und zwar vormittags. Ich weiß nicht, wie das dann stimmt, abläuft. Habt ihr recht. Oder ja, löschen wir den dann? Das ist ja auf Vlogstars-Kanal, alles gut. Alles gut. Ja, genau. So, Hosen aus. Jetzt wisst ihr, warum ich das nicht gemacht habe. Oh, ja, genau. Aber bei ja, aber da muss man schon wissen, worauf man sich einlässt, ne? Wenn man uns einlädt. Das ist, ach so, das war, Michael, das habe ich so noch nie gesehen, denn ich war immer so brav bei dir. Aber gut zu wissen, Dankeschön. Du kannst immer, also ich habe da überhaupt keine Probleme mit. Bei mir kann man immer alles sagen. Manches nur einmal. Santa zu kündigen. Genau. Nein, ist alles gut. Ich meine, noch hält es sich in Waage alles. Ach komm, das kann sich ändern. Bitte, ja. Lass uns Spaß haben. Ja, machen wir doch, aber du nicht. Aha. Nein.
Also, der Steinemeister schreibt, BB, FH geht ja weiter, es wird gebaut und geredet, wo er recht hat. Ha, super, Stein, ja, es war vorher schon so, es wird auch hinterher so sein. Aber es wurde vorhin in dem Hauptstream vom Henry ein bisschen kritisiert, dass sozusagen die Streams immer weniger baulastig wurden und mehr so irgendwas anderes passiert. Aber das fand ich eigentlich ganz charmant. Aber nicht bei uns. Nee, das stimmt aber auch. Nee, bei uns auch nicht. Wir haben immer gebaut. Ne? Ja. Ja, ich wollte gerade sagen. Es gab so und so. Es gab halt eben, das hatte ich ja auch ganz am Anfang gesagt, gerade da bei dem Abschiedsstream, es gab eben diese tolle Mischung. Es waren Baustreams, also wo so wie jetzt hier gebaut und gequatscht wird. Und es gab aber dann eben auch so thematische Streams. Das fand ich total gut, diese Mischung. Ich fand das auch gut. Also ich gab das ja nur wieder, was jemand da geschrieben hat. Also ich fand das auch gut, die Mischung. Ja. Ja, ich finde, wenn du dann 5 Wochen nur bauen und labern hast, das geht nicht. Also Abwechslung musst du schon haben. Ja, finde ich auch. Ja, und wenn du was zum Bauen haben willst, dann lädst du halt einen Thomas ein, der baut sowieso, auch wenn du nur labern baut und einfach bauen lassen. Der baut nur durch. Ja. Der will doch nur bauen. Ich zieh jetzt durch. Da sagt die Mutter nicht, der will doch nur spielen, sagt, der will doch nur bauen. Und hier gibt es so kleine Steine, da ist ein Ferrari-Logo drauf, das muss einer sagen. Da sind kleine Steine mit Ferrari-Logo drin. Also. Bäh, das sind ja Prinz, schmeiß die weg. Mach Kleber drauf. Ja, genau. Kleb was drüber. Das ist ein neues Geschäft. Trabi oder sowas. Klebt Trabi drüber. Steinedrucker, ob er dir auch Aufkleber liefert. Das ja, gerade da. Aber die Aufkleber für die bedruckten Steine liefert. Das ist geil. Ach, Thomas, das ist ganz witzig, ne? Auf der einen Seite höre ich immer, dass den Leuten meine gutturalen Äußerungen auf den Sack gehen. Mhm. Und andere Leute sagen, das gehört zu mir dazu. Also, man kann es nachlesen. Ja, man kann es auch nicht jedem recht machen, anders, das ist nochmal so. Bitte? Man kann es halt nicht jedem recht machen, das ist halt so. Richtig. Und jeder Jack ist anders, ne? Und, ja, stimmt. Das ist dann dein Programm, mach es wie du meinst und wenn das keiner machen will, soll er gehen. Das schmeißt man dich rauf, wie das du mich schon gesagt hast. Ja, da ist wieder der Blockstar mit seinen Allmachtsfantasien, ja. Ich habe keine Allmachtsfantasien. Lass mal im Chat lästern, außer über MC. Keine Blockstar. Fantasie. Die leben das. Stimmt, Palazzo, danke, dass du es gesagt hast. Den habe ich gerade auch entdeckt. Diesen einen schwarzen mit einem roten Strich. Wie viele Teile hat der Ferrari? Weißt du das nur ungefähr? So waren da. 3 Tüten. Nee, ja, okay, drei Teile. Oh Gott, Himmelarsch und Zwirn. Hast du schon Angst, Blockstar? Ist wirklich so. Ich schreibe mir immer schon, bevor den Karton aus dem wegschmeiße, die Chargennummer auf. Ne? Ich dachte, du schreibst dann schon mal dein Testament, falls du wieder einen Herzinfarkt kriegst. Genau. Ich krieg keinen Herzinfarkt, krieg schon. Ich krieg keiner, ich bin der Herzinfarkt. Ja, ein Laufender, guck mich doch mal an. Ja, stimmt. Ich sehe das schon aus wie eine Arterie. Das kann sich doch keiner eine antun. Arteriosklerose. Der wandelnde Cholesterinspiegel. So. Ich darf es sagen. Also. Ich bin das Testimonial für Bezell. Gibt's das noch? Bezell, was ist das denn noch? Das war doch dieses. Da gab es doch mal irgendwie so eine Margarine, die den Cholesterinspiegel senkt, meine ich. Ja. Ach so, dann haben das Leute gesoffen, das Zeug, und sind trotzdem gestorben, oder? Ich habe mir morgens meine Flasche Bezell reingezogen, aber jetzt bin ich irgendwie tot, weiß auch nicht. Aber der Spiegel ist runtergegangen. Ja, der Spiegel war unten. Der Spiegel war unten, das war das Letzte, woran ich mich festhalten konnte. Der Chat war zwar nicht schlimm, aber die Scherben im Hals. Ekelhaft. Du wurdest gefragt, wie alt bist du? Ja, das werde ich aber auch nur gefragt, um durch ein Hintertürchen draufzukommen, wie alt Mipi ist. Deswegen werde ich das jetzt hier nicht verraten. Okay, Wieso, schreib mich privat an, dann sage ich. Hä, was? Also, was hat das eine? Was hat die eine denn mit dem anderen zu tun? Oh, jetzt wird's spannend. Jetzt kommt. Ich hatte Mipi gesagt, sie ist so und so viel älter oder jünger als. Ah, okay. Ah, also vermute ich mal. Also ich sage, sie ist mindestens 3x7. 3x7. Jetzt auch noch rechnen am späten Abend. Soll ich eine rausschmeißen, diesen Spalt an diesen Streber? Wer jetzt nochmal nach Alter fragt, fliegt raus, würde ich sagen. Ja, genau. Ja, das sagst du nur, damit man dich nicht fragt. Ja. Ich bin heute schon gefragt worden und ich habe ehrlich geantwortet. So. Ich war dabei. Hast du gesagt, zu alt für dich? Das war leider ein Typ. Ja, dann erst recht. Okay. Ich verstehe das Problem jetzt nicht. Gut, du kommst am Bauch. Ein besonderer Tag. Das ist egal. Guck mal, Steinemeister hat das für uns schon aus. 21, 3x7, Puhchen. Wie alt ist Michael? Ja, da hat er aber jetzt lang für gebraucht. Ne? Ja. Naja gut, aber wenn du eins verlassen ist, dann auf die Schweizer, die rechnen können.
Das stimmt. Ja, das stimmt. Ne? So, also RP-Freund möchte raus, er hat gefragt, wie alt ich bin. Er möchte uns verlassen. Oh, möchte. Alle Rechte das war so ich schön mit ihm. Henry ist auch da, hab kurz einen Hotdog zum Runterkommen gegessen. Habe ich was verpasst? Ach Henry, alles gut. Zum Runterkommen? Alles gut, wir haben uns wieder alle lieb. Es pusht doch den Insulinspiegel nach oben. Das ist ja, wollte ich gerade sagen. Da kann der die ganze Nacht nicht schlafen. Und genau, der liegt auf wieder wie Stein im Magen. Also hier, Michael ist 54, das ist schon mal gelogen. Fatman ist 50. Ich bin 52 und ich werde 53. Ich bin 52. Ich bin 253. Ich bin der Älteste in der Runde hier. Ich finde das sehr angenehm, Michael. Ich bin der Alterspräsident. Aber ja, das, mein Teint und meine glatte Haut. Naja, lassen wir sonst das. Sonst war ich auch. Muss ich immer Hotdog. Diese Jungspunde neues Hashtag, durchsetzen. Henrys Hotdog. Welche Jungspunde denn? Gut, bloß wenn du das gerade. Aber Michael, wenn du das jetzt verbindest mit meinem Würstelgate, dann wird es auch wieder kriminell. Oh, jetzt wird es übel, ja. Stimmt. Das Würstelgate war schon übel. Das war richtig. Ich habe letztens nochmal den Screenshot, der ja dann kurze Zeit durch die WhatsApp-Gruppen geistert, habe ich auf meinem Handy wieder gefunden. Alles. Gut, dass du nicht das hätte deiner Frau das Handy gegeben hast. Screenshot in Makromodus. Michael Jackson wurde auch nur 54 stellenweise. Der war gut. Der war wirklich gut. Gesagt, steht im Chat, hat Undertaker geschrieben. Aber ist der nicht sogar nur 50 geworden? Entschuldigung. Ich weiß es nicht. 2009 ja, gestorben. Ja, gewisse Dinge haben halt auch nach dem Tod noch weitergelebt. Die waren so gut aufbereitet. 90% von Michael Jackson sind beim Straßenbau gelandet. Flüsterasphalt und Gummi rein und so was. Flüsterasphalt. Ich muss sagen, ich war früher ein riesengroßer Fan von Michael Jackson. Ich auch. Ich mag seine Musik immer noch. Ich mag sie auch immer noch. Da kommt aber nichts Neues mehr jetzt. Ja, das ist auch immer das Gleiche mit dem Jackson. Das ist aber gelogen. Es gab noch ein Album nach seinem Tod und es waren angeblich noch vier weitere, aber die sind dann doch nicht mehr gekommen. Aber eins ist noch gekommen nach seinem Tod. Das ist wie bei Falco. Die kommen dann, wenn sie wieder Geld brauchen, denke ich. Ja, wenn die Jackson Family Geld braucht, das stimmt. Ja, so zum Jahrestag oder sowas. Dass an der Cover Leben von den Stars dann vorbei ist. Ja, genau. Ohne Witz, bei Falco war das doch wirklich so, dass er Mutter dann mal mit den Koksestars seinen ersten richtigen fetten Nummer 1-Hit gelandet hat in Deutschland, als er tot war. Oder das Album. Das Album war Genie. Genie war der fetteste Hit und da hat er natürlich noch gelebt. Nein, aber es war auch, als Switch hat das veräppelt und hat einen Song gemacht. Damals gab es ja noch die Switch-Sendung, kennt ihr ja. Und die hieß rein in den Sarg, rauf in den Charts. Boah, aber hier, das stimmt. Tupac hat die meisten. Ne? Popel Popsitz schreibt gerade, die meisten Alben nach seinem Tod hat Tupac. Das stimmt. Da ist, glaube ich, irgendwie, da sind 100.000 Singles noch erschienen. Ich weiß auch nicht. Tupac Amour Shakur, wer kennt ihn nicht? Also ich mache das auch wie Tupac. Ich produziere auch vor. Ja, sicher. Ja, und dann bist du hinterher und dann bist du safe. Stimmt, das ist ein bisschen verstörend, ehrlich gesagt, Ben. Auf März. Dass wir dann safe sind, wenn du 100.000 Videos vorproduzierst. Ja, aber wir müssen aufpassen, dass wir es dann überhaupt mitkriegen, wenn da jede Woche noch ein Video kommt. Ja, ja. Der Ben wird schon Monat da in seinem. Ich rufe ihn an und schreibe zum Jan, warum geht er nicht dran? Wo ist denn los? Dieser große YouTube-Star hat es nicht mehr nötig und ist schon seit 3 Jahren tot. Also wenn du erst nach 3 Jahren bemerkst, dass ich mich nicht mehr melde nach jeder Nacht. Ja, stimmt. Oh. Nach jeder Nacht. Also nochmal, unsere ganzen Freunde kommen gerade drüber. Ne? Also Marie, sorry, dass wir schon voll waren. Die lieben Rita und Christoph aus Österreich. Nein, soweit ich meine vom Chat. Also von der Dings. Jetzt verteidigt er sich wieder. Ich verteidige mich nicht. Hedda ist auch da. Moin, Hedda. Achso, wo ist Hedda? Ah, dann kann ich ja gleich mal fragen. Hedda, baust du nächsten Sonntag wieder mit mir? Was muss ich wieder? Sonst muss wieder der nette Jörn ran. Aber du musst sagen, mit mir war das heute. Das war mega heute, ey. Es war so lustig. War geil. Geil war es. Ihr müsst das. Nein, es muss einfach. Nein, ihr müsst einfach das besser aussprechen. Geil. Okay, das muss schnell gehen. Also die Zunge muss zum Schluss noch raus. Ja, das geil. Auch. Geil. Genau, geil. Das, ja, das kommt dem schon raus. Und wenn ihr es dann noch in der Dwayne The Rock Johnson Version könnt, dann ist gut. Wie geht die? Geil!
Nee, tut mir leid, das ist Masterclass. Ist absolute Masterclass. Das möchte ich nicht können. Hör mal, das kann man auch für andere Gelegenheiten gebrauchen, ja, das sage ich dir. Ne? So, lolo. Briefmarken an Lecken. Geil. Ja, ein ökologischer Briefmarkenkleber. Mhm. Na? Ja. Ein Bio-Leck. Oh! Ja, wirklich. Ja, das stimmt. Ich lerne von Ben den Quality-Content. Es ist ganz ich bin hier angetreten mit einem... Ich wollte intellektuelle Klemmbaustein-Streams machen. Das ist ja abartig. Ja. Sowas will doch keiner. Ja, das erste Mal bei dir im Stream wurde ich gleich angeranzt, dass der Ton bei mir nicht sauber war. Ja, das läuft also bei mir so. Qualitativ hochwertig, aber... Da ja, ich, Michael, ja, wenn die Technik Ton stimmt, angeht, dann, ja. Wenn Michael Ton nicht korrekt hat, dann gibt doch mal hinterher eine böse Nachricht. Es soll keine Kritik sein, aber. Das stimmt dann, überhaupt nicht. Die gibt es schon während der Sendung. Wie war es noch? Alles, was vom Aber kommt, ist Bullshit? Ja. Das aber. Das ist doch. Aber wenn man jetzt mal. Aber. Deswegen fang einfach jeden Satz mit Aber an, ne? Das ist das Beste. Ja. Nee, der Stream mit Henry war richtig gut, aber. Soll ich noch weg? Nein, das war böse. Ich nehme das zurück. Der Stream war lustig. Ich fand den lustig. Ja, du findest immer alles schön, Thomas. In meinem Kopf war es noch lustig. Das ist mein Spruch. Der Stream hat mir richtig gut gefallen. Der Erste Weltkrieg hat dir auch richtig gut gefallen. Oh. Und das war bei den Waldorf und Stettler. Ja, stimmt. Oh. Aber ich habe einen Ölfleck in meiner Anleitung. Sagen, Leute. Ein Ölfleck? Kann das sein, ja, dass Michael hier. Der Michael hat runtergetropft, der ist direkt von mir oben. Ja, hier ist das WD, ist nur auf der Seite. Ja, da ist runtergetropft von oben. Ja, eben. Hat er drauf gerotzt. Ekelig. Ja. WD-40 noch hier. Also schmeiß weg auf neu. Genau. Schwere ich mich. War teuer, direkt das Set. Neues Handbuch. Ah, es ist so schön. Das heißt, wir machen morgen um 9 Uhr den Stream und ich soll hier, hat schon jemand gesagt, ich soll das Hoth-Set bauen. Hier in Bremen gibt es eine Klempnerei. 9 Uhr? Machen wir durch hier oder was? Nee, ich gehe gleich ins Bett, das kannst du wissen. Das hat die Welt noch nicht gesehen, wie ich gleich ins Bett gehen werde. Du, ich habe das Hoth-Set ja auch. Also die ganze Zeit mit Kamera aufs Bett, streamst du durch oder was? Ja, das kann man. Genau. Das ist klar. Möchte keiner sehen. Abtropf-Set. Diese Kombination gerade hatte was, ja. Hm. Oh, yeah. Befleckte Seiten. Ich liebe das. Nein, ich finde den Spender nach auch wieder an, oder? Ja. Ja, also, jetzt ist was mit morgen nun? Wenn dann Michael gleich weg ist, müssen wir das wissen. Ja, wieso? Wir machen um 9, ne? Oder? Ja, Hoth oder was morgen Mittag? Wie bitte? Hoth oder was? Thomas, was? Ich habe Mr. Miro gefragt, morgen Mittag? Vielleicht. Ich bin noch in den Spotten. Aber du wolltest doch auch morgen früh mit dabei sein, Thomas, hast du gesagt. Er wollte ja schon in nachtschlafender Zeit um 9 Uhr. Um 9 Uhr. Wegen dir haben wir 9 wegen Uhr gesagt. Wegen dir um 9 Uhr. Und da war das okay auf einmal. Naja, also, wir können auch 10 Uhr sagen. Ich habe gesagt, geht in die richtige Richtung. Ach so. Also gut, dann so 15 Uhr, ne? Ja, ist besser. Ich wollte gerade sagen, wenn Thomas dann fertig ist mit Streamen, kann er zu mir rüberkommen. Ja, das passt doch. Nee, ich glaube, da hat meine Familie. Hast endlich mal wieder einen Tag frei zum Bauen? Also 10 Uhr würde mir tatsächlich sogar noch besser passen. Wenn wir es 10 Uhr machen können, 10 Uhr ist realistisch für mich. Ja. Realistisch, okay. Also dann ist schon realistisch. 10 Uhr. Also. Machen wir, was kann morgen nicht, bin Fallschirmspringen, was? Nee, das ist genau. Max Mustermann, der Name macht. Es gibt doch WLAN, also Quatsch, morgen früh morgens um 5 Uhr. Fallschirmspringen noch so, oh, guck mal hier, die bauen die 60 zu viel, geil, wie geil. Oh, vergessen die Reifen. Bau die Impfung mit. Ja. Ja, ja. Oh, schnell noch Kommentar schreiben, Batsch. Ja. Und daneben fliegt die ISS, diese in Welt rumgeschaut. Am Wetterballon hängt die noch dran. Oh, herrlich. Nee, stimmt, die ISS haben sie mit dem Wetterballon hochgeschickt und die City Space Sets haben sie mit dem Flugzeug hochgeschickt, ne? Mit diesem Zero-Gravity-Dingsbums. Stimmt. Ja, ja, stimmt. Ja. Oh, morgen früh macht unser Freund der HDS ab 10 Uhr mit seinem Kameraschlumpf was zusammen. Ja, kann er doch machen. Sollen sie doch. Ja, dann der, oder? Das der ADHS?
Dann kommen die alle zu uns rüber, wenn es bei denen langweilig ist. Ich wollte gerade sagen. Er hat aber auch irgendeinen Gast, hat er gesagt, irgendwas. Schnupftabak, sage ich dazu nur. Ja, sein Schlumpf. Sein Nein, Kamera. Noch sein einen Schlumpf. Anderen Gast. Er hat noch einen anderen noch Gast. Noch einen Gast? Ja. Rick Story. Ha! Oh. Ja, gut. Dann wird das morgen bei dir, Michael, ja ein richtig guter Stream werden. Wenn Rick Story dazu kommt, oder was? Nein, wenn der beim HDS, dann wird das... Es gibt ja viele, die nicht gucken, die kommen mal zu dir als Alternativprogramm. Ja, da kann ich ja auch nichts für. Aber... Aber wir haben uns schon alle so eingegruft, Freunde, oder? Ich meine, überlegt so vor zwei Monaten noch so, was sind das für komische Vögel und heute macht man die gleiche Witze. Komische Vögel, ja, genau. Ja. Hat sich nichts geändert. Heute stellt man fest, die sind wirklich so. Ja. Stimmt. Ja, ja. Gestern standen wir am Abgrund, heute sind wir einen Schritt weiter. Hm. Ja. Ja. Auch ein genau, ein Grund länger als 10, Undertaker, ein Grund länger als 10 Uhr zu schlafen. Nein, eben nicht. Bei uns ja doch noch. Also bei dir, Michael. Okay. Ja, bei mir herrschen ganz strenge Regeln. Da wird nichts mit irgendwelchen pornografischen Wörtern oder so. Das kommt ja auch nicht in Frage. Entjungferungszettel, ich hole es gleich nochmal raus. Wird direkt geskippt, wenn das kommt. Jungfrauzentrum holen raus. Hallo Blockster, bitte. Ich lerne vom Besten. Doch früher, da kann ich mal. Ich lerne vom Besten, von meinem lieben Mott, den Herrn Mottenhoff. Ne, den Erfinder von solchen Sachen wie Schnupftabak. Ja, was hat Schnupftabak mit Abschnittsset zu tun? Also. Ja, nix. Ich wollte was Harmloses anfangen. Ja. Genau. Ich dachte, du lernst von deiner bärtigen Perle. Rülpsen habe ich bis heute nicht gelernt. Habe ich bis heute nicht gelernt, das Rülpsen. Achso, übrigens stimmt, den Begriff muss ich mir noch schützen lassen, ne? Da war ja was. Bärtige Perle. Wenn du das machst, dann rufe ich den Klaus an und sagst, du willst einen Stream mit ihm machen. Das ist eine zu harte Drohung. Das ist, das ist gegen die Menschenrechtskonvention. Richtig, Genfer-Konvention. Ich habe neulich mein Handy aufgeräumt und ich habe da eine Meme gefunden. Es gibt eine, die habe ich aus einer WhatsApp-Gruppe. Er sagt ja irgendwann mal, ich bin blöd. Stimmt, das habe ich auch. Das Ding habe ich auch. Er ist blöd? Du bist nicht blond, sondern blöd? Nein, der Herr Kiunke sagt, ich bin blöd. Da ging es darum, dass sie einen Mod irgendwie eingekauft haben oder ein Building, was halt geklaut war. Ah, okay. Und da sagt er, wie immer eigentlich. Ich bin blöd. Und das habe ich gesagt. Das war auf so Dauerschleife so, ne? Ich bin also, oh Gott. Hennen, mach's gut, schlaf gut. Danke, dass du so lange ausgehalten hast. Gutes Nächtle. Ciao, Hennen. Wir heute Morgen schon dabei, ne? Hashtag, also was war, alle Kinder stehen am Abgrund, nur nicht Peter, der geht noch einen Meter. Oh. Ja, der ist gut. Und Sis Dracul schreibt, bei mir werden die Steine nicht geklemmt, sondern geklebt. Das ist tatsächlich so. Weil und geflutscht vorher. Vorher mit WD-40 eingerieben, einmassiert und dann geklebt. Weißt du, Rush drüber gestreut und dann bei 16 Stunden in Smoker. So genau, habe ich mir gedacht, dass das du das sagst. Der geht auf der Zunge, so ein Set. Ja, lecker. Aber wir haben Geschmack. Warum hatte ich keins? Ich hätte es gut gebrauchen können bei meinem Entjungferungsset, so ein WD-40. Bei deiner Entjungferung hättest du WD-40 gebrauchen können. Ist ja ekelhaft, Leute. Hat Blockster gesagt. Ja, kann ich es mir vorstellen. Aber ich habe gesagt, dass du nie wieder aus deinem Kopf. Lieber Chat, ich distanziere mich. nee, du bist genauso dabei. Mitgehangen, mitgefangen. Ja, mitgehängt und mitgefangen. Oh, das ist aber jetzt, gerade hatten wir es noch, Entjungferung und dann mitgehangen. Also es ist ja. Es kommt damit Gehänge an. Hallo, wo sind ich hier gelandet? Gehänge hast du gesagt, Thomas. Das wollte ich gerade sagen. Das wird dir alles produziert. Was habe ich gesagt? Irgendjemand hat Gehänge gesagt. Jetzt ist wieder keiner gewesen. Der lacht, hat es gesagt. Also Michael. Ja, dann war ich. Richtig, ja, also wenn, dann warst du. Ja. Minderjährige befinden sich im Stream, das mag sein. Aber die sind das? Genau, wen interessiert das? Der Kopfkino-Stream, genau. WD-40 und Entjungferung in einem Satz wollte ich immer mal sagen. Habe ich aber nicht. Ich würde es nur gerne. Ich stelle mir das gerade vor, du gehst rein in den Baumarkt, schau, und da haben sie die Literflasche wie 40 hier. Oh, oder sind 5 Liter. Ich will mir einen richtig schönen Abend machen. Eine Literflasche wie 40 und ein paar Tücher. Ich will mir so richtig rein. Und packen wir so eine schöne Duscharmatur auch noch mit ein. Du, aber ich wette. Ich hab so Scheiß, dass ich vor lauter Lachen mich verlasse. Aber Freunde, ich wette, das gab es
das gab es schon mal, weil nach 50 Shades of Grey hat man doch auch gesagt, sind die Umsatzzahlen in im Baumärkten gestiegen. Da gab es bestimmt sowas. Ja, klar, so. Also ganz ehrlich, in 50 Shades of Grey kam ich auf 16. Echt? Ja. Okay. Wir haben Minderjährige im Chat. Also ey, gut. Wer hat denn da mein, das aber nicht freigeben? Und ein Hammer zum Reinknüppeln. Stimmt, ein Hammer muss ich auch noch kaufen. Also einmassieren ist WD-40, dann den Hammer zum Reinhauen. Und wenn nichts hilft, dann noch Anlauf, ne? Ja. Bruder, das hat heute Qualitäten, die ich liebe. Ich finde das schön, dass wir das Niveau wieder noch tunneln können von gestern. Ja, das aber... ich war ja gestern nicht dabei. Also. Das stimmt. Das erklärt es. Merkst du was? 50 Shades auf was? Vorschul BDSM, Alter. Gut, dass ich nicht weiß, was BDSM ist, aber na gut. Blockster, lüg nicht. Was ist denn hier? Warum muss ich das Auto jetzt nochmal neu bauen, Eine neue Motorhaube? Was soll das denn? Warum steht hier Dynamit? Warum liegt hier Stroh auf dem Boden? Aber warum ist hier Dynamit drin? Stroh auf dem Boden. Warum was soll ich den jetzt nochmal machen? 50 Shades of Light Bluish Grey. Das ist wieder sehr lustig. Hier... Oh Gott, das ist... Sehr schön. Das ist, ja, das ist wirklich das schön, ja. Das wäre ein T-Shirt. Warum baut man dieses Auto und baut es dann nochmal neu und ich habe so viele Teile über? Was ich check's weil man nicht. Es kann. Weil es geht. Ja, aber die Idee ist eine Creme. Ja, es ist fertig ab Baustelle 47 und dann geht es nochmal von vorne los. Dann gibt es ein Bildschirm-Palazzo. Dann gibt es ein Alternative-Bild. Ach so, alles klar. Das bin ich jetzt nicht mehr gewohnt. Das ist eine breite Ferrari-Blasse da. Ach so, das ist die Race-Version und einmal die Straßenversion. Okay, ich will Straßenversion. Alles klar, jetzt habe ich gecheckt. Entschuldigung, danke. Langweiler. 50 Shades of Lippin, ja. Oder auf Fiat 500, wie wir seit heute ja wissen. Dank Thomas. Ich fand ihn super. Ich habe nur die Überschrift gelesen. Ich fand den super, den Fiat 500. Ich finde den immer noch super. Aber wenn du es einmal gesehen hast, Thomas, ich weiß ja nicht, ob du heute Nachmittag reingeguckt hast, haben wir den ja hier nicht. Ich habe nur die Überschrift. Nee, und wir haben es bei mir dann nachvollzogen, weil Thomas hat behauptet oder hat gesagt, ich habe das Video von Thomas nicht gesehen. Nee, genau, und er behauptet, die sind nicht alle einheitlich gelb, also es gibt Steine, die nicht denselben Gelbton haben. Und das stimmt, in seinem Video sieht man das. Und dann habe ich meinen geholt und da haben wir das auch nachvollzogen, aber das ist wirklich so, wenn du es weißt. Und jetzt wisst ihr es alle. Jetzt könnt ihr eure Fiats angucken, jetzt seht ihr das. Das sieht man, das ist so ein Phänomen. Wenn du das einmal gesehen hast, kannst du das nicht mehr nicht sehen. Das ist dann so. Ja, der Chat ist süß. Der Chat sagt nämlich, so viele Teile komme ich nicht mit klar. Ich bin gewohnt, dass welche fehlen. Ja, das stimmt. Mit dem fantastischen, mit Zwickel überzogenen Ferrari. Ferrari, ja. Dschungelferrari. Ich mach dich groß. Dankeschön. Blockster macht groß. Das hat jetzt... Hübscher Safari-Truck, aber wie gesagt, sind alles Sticker. Cool. Aber mein persönliches Highlight, die Meets, ne? Also wir müssen ja auch für ordentlich Chat-Content sorgen. Genau, Hashtag. Chat-Content. Warte, zack. Und zack. Oh. König der Löwen. Jungle, the mighty jungle, the Blockstar sleep. Na, jetzt schlafen sie bestimmt nicht mehr. Das also schön. Okay, jetzt kommt der Thomas, weil er hält die ganze Zeit seine Sachen. So, jetzt. Bar macht das weg. Ach, da, also, ja, gut, okay. Dämpftopf. Ja. Hier zum Beispiel in der Tür. Da ist dieser 1x1-Brick unter dem, genau. Die langen Plates zwischen den Scharnieren, ne? Richtig, genau. Okay. Also, wie gesagt, wenn man es einmal gesehen hat, kann man es nicht mehr nicht sehen. Aber und auch hier der am Ende, dieser 1x1 ist. Der ist auch. Ja, gut, okay. Aber weißt du, ich kann auch den Mini mal eben holen. Da sind auch so Farbnuancen drin. Ich finde das ja auch nicht schlimm. Ich sag, Thomas, sag das nicht, dann macht er noch ein Video. Dann macht er noch ein Video. Der Thomas, ich finde das ja auch in Ordnung. Also, mich hat das überhaupt nicht gestört. Und wenn das niemand gesagt hätte, hätte ich das auch niemals irgendwie. Wäre überhaupt nicht wichtig. Ist auch jetzt nicht wichtig, aber es ist tatsächlich so, man sieht es. Also diese Farbnuancen, die haben wir eigentlich bei den Lego-Steinen also das ist schon bestimmt, keine Ahnung, 10, 15 Jahre her, da hat Lego die Produktion umgestellt. Vorher hatten die durchgefärbtes Granulat für die ganzen Farben und jetzt kriegen die transparentes Granulat, also und das wird dann mit Farbstoffen während des Produktionsvorgangs in der Spritzmaschine erst irgendwie gefärbt.
Und dadurch entstehen dann wohl irgendwelche Abweichungen. Aber ja, klar, je nachdem. Ne? Wahrscheinlich ist offensichtlich 1000-mal billiger für Lego, das so zu machen, dass sie eben nur eine Art Granulat haben und dann irgendwie die Farbe dazu mischen, als wenn sie vorher das durchgefärbte Granulat bekommen haben. Aber das ist schon ganz lange so. Ja, das kann man ja auch gut oder schlecht finden, aber das Ding ist, man muss sich da nicht so mega drüber aufregen. Ne? Also das ist halt dann einfach so. Ich hol mal eben den Mini. Ja, hol mal den Mini und Jörn, nimmst du mal die Einblendung wieder raus? Das haben wir jetzt, glaube ich, alle verstanden. Nö, ich mache okay, dann lass drin. Lass die Scheiße drin, ist auch egal. Oh, ja, total, das Farbgrab. Das ist ein blauer Punkt, so ein blauer Fleck da auf dem. Ui, das ist ja Tarnfarbe. Ah, jetzt nicht. Also es ist natürlich auch ein bisschen Staub dabei. Ah. Also kann man doch hier nicht arbeiten. Warum ist der blau? Also das Grün steht da irgendwie besser. Reflexion hin. Von einer Kamera oder sowas? Der blaue Punkt? Nee, der blaue Punkt ist die Reflexion von meinem Monitor. Oder ach so, okay. Einschaltknopf vom Monitor. Ach, wie lustig. Aber ist das wirklich so unterschiedlich grün, wie sich das hier jetzt darstellt? Ist mir bislang auch noch nicht aufgefallen. Also ist, ja, doch, ist es. Ja, ist es. Ja. Sieht man schon, ja. Das ist Party. Also es ist... Das ist aber übrigens... Ja, ist überhaupt nicht schlimm. Ich meine, es ist ein Auto. Ne? Das ist halt... Kennt ihr das Lied vom Lumpenpack? Ganz kurz, das heißt... Ihr wisst ja alle, wie klein diese ja. Kufen sind, diese Eiskufen. Ja. Also was das jetzt für eine Vergrößerung auch ist hier. Ja, klar, ist irre natürlich. Ja. Es okay, gibt kann man von, also auch nicht mehr kaufen. Wegen dem Kommentar... Ist ein Aufkleber. Ist ein Aufkleber. Ich mach gerade einen drauf. Hör auf, das gibt so ein schlechtes Karma. Nein, aber es gibt ein Lied von der Band Lumpenpack, das heißt Ford Fiesta. Und da heißt es, das Auto hat kein Rost, das hat Patina. Und dann, das sind zwei Typen, dann singt der andere, Patina ist lateinisch und heißt Rost. Ja. Das ist doch ganz offen, wenn Leute sagen, das hat kein Rost, das hat Patina. Ich muss sagen, nee, Patina heißt nur mal Rost. Boah. Ah, fuck. Diese Aufkleber muss man eher drauf machen. Ja, genau, die Aufkleber beim Haunted House vor allem. Ja, den haben wir verstanden. Die sind geil. Habe ich alles sauber aufgeklebt. Ja, ich auch. Ihr Profis. Könnte man ja glatt ein Video zu machen, ne, Thomas? Kann ich nicht. Okay. Video kann ich nicht. Stream geht, aber Video kann ich nicht. Video, was ist denn das? Das ist ekelhaft. Ja, achso, diese Videos, die man früher, wo man hinten in den Raum musste, der etwas abgetrennt Video war. Video kills the radio. Ja, genau. Oder? Richtig. Und dann hat man sich Filme ausgeliehen, um ein Porno dazwischen zu haben, wenn das nicht so aufhört. Joa. Was denn, Oma? So hat man das gemacht früher. Ich weiß, heute ist. So, und dann kommen wir wieder zu der Anleitung von Thomas zurück. Ja. Was für eine Anleitung? Warum bin ich denn hier? Ja, das war groß? Ich habe kurz einen Aufkleber. Das ist ja schön, dass ihr mir zuguckt, aber. Ich habe einen Aufkleber drauf gemacht. Ich wollte ganz kurz mal auch hier bauen. Entschuldigung. Bauen. Du bist ja bauen. Bauen. Ja. Aber ich hab den Abspritzer jetzt auch fertig, ne? Irgendwie ist halt das falsch gelaufen. Wieso hast du gemacht? Wieso gucke ich mir jetzt so schnell an, gegangen, das ganze passiert den erwachsenen Typen die notgeil Lego-Sets angucken? Wieso sind fünf erwachsene Typen? Wer ist er? Wo ist denn der Mr. Miro? Stimmt, der ist kacken. Da ist er. Aber geil. Was war los? Ja. Hallo, der ist eingefriert bei mir. Eingefriert? Annette hier. Mr. Miro? Hast du den Mr. Miro eingefroren? Kann man immer gebrauchen zum Mr. Miro. Ja. Ja. Aufbauen. Ja, aber nur mit den Top-Hits, weil sonst gibt es Gefrierbrand. Ja. Und das ist schlecht. Aus 80er Jahre Top-Hit-Werbung. Da ist er. Michel kommt unten vor angemeldet. Ja, das war eben ganz toll. Ich hab nur den, dass ich reingeholt wurde in den Stream wieder und dann sofort wieder rausgeflogen, weil Internet Connection irgendwie hier rumzickt. Ja, hast du vorhin den Mipi rausgeschmissen, als du was sagen wolltest in dem Stream bei Henry? Wolltest du was sagen, dann ging es erst nicht, dann hast du irgendwas verändert, also offensichtlich den Mipi rausgeschmissen und dann ging es bei dir. Nee. Sie ist von alleine rausgeflogen und irgendwie nicht wieder reingekommen. Das war das Problem dahinter. Achso. Stein des Anstoßes, mach's gut, tschüss. Genau, hau rin. Aber nicht so feste. Aua. So, die Felgen, jetzt muss ich nochmal konzentrieren. Ich will das. Und wenn, nehmen wir die 40 mit. Die Empfehlung für die Nacht. Ah, es geht immer. Ein bisschen WD-40 geht immer. Ich zitiere, ich mache jetzt einen auf Marcel, ne? Die Empfehlung für die Nacht, WD-40 hat mir Spaß gebracht. Da kam der Michi mit dem Hammer, Marcel. Dann war es noch... Da gab es nur noch Gejammer.
Also ich muss sagen, ich finde den Outfit cool. Er versucht gerade den Stream zu retten. Ja, ich versuche zu retten. Das kannst du vergessen. In der Straßenversion finde ich eine gut. Und ich habe echt vor... Was ist denn der Unterschied zu der Rennversion? Ist da ein Flügel weniger hinten? Ja, oder? Der Flügel hinten ist schwarz. Okay. Statt rot. Und er hat unten einen Frontlippe, die man noch dran machen kann. Ah, okay. Und die Motorhaube hat andere Lufteinlässe, die aber Aufkleber sind. Wir hätten jetzt auch sagen können, komm, ja, packe ich dir einfach ein paar Sticker mit mehr mit bei, statt einen Stein zu bauen. Aber hey, komm her, mach ich die Sticker, komm her. Mach ich die Sticker, ne? Genau. Hey, genau, mach mal Sticker. Egal mach was. Sticker. Und jetzt habe ich echt viele Steine über und komme damit wirklich nicht klar. Ist wirklich so. Ich habe jetzt, naja. Die kannst du vielleicht im Harry Potter Set verwenden oder so. Ja, da fehlen sogar rote Steine, stimmt. Ja, siehst du. Mysteriös, eine Verschwörung. Kann man raten, die Echsenmenschen oder ist die Erde eine Scheibe? Krebsmenschen. Krebs. Ich glaube an das Spaghetti-Monster. Wo ist denn das Nutella-Brot-Monster? Das war doch auch hier da vorhin noch. Das war auch mal da, ja. So, aber jetzt habe ich den gebaut. Bis es gegessen wurde. Seine Fotos legen. Den habe ich mir auch neulich erst erfahren bei Forza. Ich glaube, ich werde mir Rebreaking in hellblau, so wie ich ihn bei dir habe im Spiel. Echt ernsthaft? Das wäre lustig. Habe ich echt Bock drauf. Hellblau und Ferrari? Ja, wegen meinem Logo habe ich den hellblau gemacht. Babyblau, weißt du so? Ja. Okay. Ich kann nur sagen, Leute, holt euch Forza, da könnt ihr Lego, also ja, der Lego, geil. Hier ist das die, ist richtig. Ach, du hast ja, da müssen wir doch mal zusammen spielen. Wir haben das ja, alle. Eben. Mr. Miro, du auch, glaube ich. Nein, Miro hat's nicht. Hat's nicht? Ach so. Miro hat nur moderiert. Ach so. Genau. Oder müssen wir das unbedingt mal spielen. Nicht wahr, ja. Ich hab's auch, aber auf der Xbox. Ja, ich hab's. Das macht nichts. Ist doch auch Multiplattform bei Windows. Ach so, Windows, nee, Windows. Ach, können, gibt's ja Crossplay? Ja, das ist ja, Crossplay. Cross, genau. Geil, ja, dann noch unbedingt. Machen wir einen eigenen Clan auf. Ja, sicher. Die Crew ist wieder in der Haus. Die Abspritzgang. Geil, yeah. Was heißt Abspritzgang auf Englisch? Das möchte ich nicht wissen. Cumshot Gang. Nein, nein, ich distanziere mich davon. Ich meine, dein Kanal ist eh am Arsch jetzt, wo du uns gehst. Wir können über den Namen ja demokratisch abstimmen, was besser klingt. Ja, habe ich eh verloren, weil ihr die schweinischen Sachen auslenkt und ich das. Nein. Und du so tust, als wärst du der Sittenwächter der Nation, ne? Nein, ich gucke jetzt mal bei Google, Abspritz muss anders heißen. Der Vorgang. Falls noch jemand den Lambo bestellen möchte, noch 23 Minuten. Es stimmt übrigens gar nicht. Also laut meiner Ich will den haben, aber nicht für das Geld. 24 Minuten. Also da ja, dann wird's kann wohl man nicht, gepflegt ne? noch warten. Ich sag ja nur, wenn es jemand machen möchte. Ich schau bei Brick Merch. Ich weiß jetzt gerade nicht, ob ich. Aber ab 0 Uhr, also falls jetzt mal. Ab 0 Uhr gibt es wahrscheinlich den Hot Rod als Gratiszugabe. Allerdings für 85 Euro Mindestbestellwert. Das ist ja, dann kommt das ja hin mit dem Lambo so ein bisschen. Einmal den Fuchsbau von Harry Potter bestellen, der ist dabei. Genau, das ist mein Plan. Leider hat Mr. Miro recht. Wenn man Abspritz bei Google Translate eingibt, kommt wirklich dieses böse Wort. Siehst du? Das es gibt auch keinen anderen Zusammenhang für dieses Wort Abspritz. Das ist einfach so. Doch, wenn die Feuerwehr halt auch sagt, so Feuer mit, keine Ahnung was. Ja, da haben wir voll abgespritzt und das Feuer war gelöscht. Hm? Das sagen ja, so gerne mal. Hätte ich jetzt gedacht, so in einer naiven Welt hätte ich das gedacht. Ja, ich wollte gerade sagen, die nehmen dann andere Wörter dafür, also Fire Defense oder irgendwann. Ja. Stimmt. Cumshot Defense, ach nee, das war so. Cumshot Defense. Ja, I love wir sind die Cumshot Defense Force. Warum habe ich doch schon gesagt. Kann man den Fuchsbau auch erst ab morgen bestellen? Ja, ne? Oder wie war das? Ja, aber morgen ist ja nur noch 25 Minuten. Ja, meine ich ja. Mann. Hier, ein Fuchs davon abgekippt. Abgekippt hat die richtige. Achso, da, to squirt off. Yes. Jetzt, now we're talking. Wir nennen uns 24 Squirties. Ja. Wieso? Nenn du also dich ruhig so. Streamen nein, den Scheiß auf. Den streamen wir auf den Kanal, der am meisten Erfahrung mit Videospielen hat, nämlich bei dir. Gut, dann ist an dieser Stelle der Stream für mich beendet. Können wir gerne machen auf meinem Twitch-Kanal. Ich habe ja seit ich das eine Sortenordnung meiner Kanäle mache, sind die Leute nicht mehr so verwirrt und meine Abozahlen gehen tatsächlich ein bisschen hoch. Aber der ist echt schön, dieser F40, muss ich echt sagen. Ich habe nur bei Aldi gekauft. Ich meine, ein Ferrari bei Aldi kaufen ist der Hammer, oder? Also. Ja. Welches Set ist das jetzt, Boxer? Das Set ist die Nummer 70758. Du sollst nicht die Kassiererin von Aldi zitieren, also der. Bitte. 75. Ja, der. Wunderbar. Brauchst du den jetzt auch noch? Ich weiß nicht, ich hätte eine Stunde gebraucht, mal gucken, wie schnell ich sein kann.
Aber irgendeiner von euch muss auf jeden Fall noch ein Texturpaket für eure Rennwagen bauen, damit ihr auch schön WD-40 auf der Seite als Sponsor habt. Ja, geil. Das mache ich. Ich mach das Ding auf, es riecht der WD-40. Stell dir mal vor, wir werden der erste Racing-Clan, der wirklich von dem bezahlt wird. Kann man eigentlich, es gibt ja so, so Befehle, die du geben kannst, ne? Bei Forza, kannst du ja im Multiplayer, kannst du, keine Ahnung. Und vielleicht gibt's ja auch, ja. Geh abspritzen, okay. Oh, Gott, Freunde, Kontenance. Was denn? Ja, Susestein, hallo. Hallo. Matze. Aber woanders, das Geräusch war doch woanders. Wo war das denn noch? War das nicht bei... In meinem Telefonier. Ja, genau. Raumschiff also, Surprise. Raumschiff genau. Surprise, ja, genau, stimmt. Frag mich doch. Aber hier mal eine gute Frage. Müssen wir mal Petzen fragen, ne? Ja, ich finde, irgendwie müssen wir uns ja unterscheiden, ne? Wenn die jetzt auch schon Lego bauen, dann müssen wir doch irgendwas anderes machen. Okay. Wobei, Bibi weiß ja auch. Das war ein Spaß. Ja? Nein, in jedem Fall. Das war was Ernstes. Nein. Oh, so, wo kommt jetzt diese Scheiße hin, die ich hier gebaut habe? Sag mal. Ein bisschen mehr Content. Mal. Das sieht sehr geil aus, als wenn jetzt deine Arme unten bei Thomas rein. Das ist ja, wirklich geil. Das mach noch mal, das ist echt groß. Jetzt bleib aus meinem Set hier. Ben, drück mal drauf auf deinen Kopf. Du musst runtergehen dann, Thomas. Ben, drück mal mit dem Finger. Du musst deine eigene Hand noch nehmen, Thomas. Du musst nimm mal deine Hand. Nee, das will. Nein. Achso. Map! Ja, cool. Ich dachte, das Geräusch wäre der nackte Fallschirmspringer. Stimmt, aber das ist so. Das ist so, nee, das ist doch Schuh des Manitou. Ja, langsamer, rutscht die Hose runter. Schneller. Hey, Jacqueline, sonst kotzt du wieder. Aber nicht durch die Nase. Ist gut hier. Wie war das? Servus, Santa, Apache, Ranger, Santa? Santa, Ranger, ja, ja, genau. Ich liebe das Lied. Indianer! Servus! Ich bin mit der Gesamtbesetzung unzufrieden. Ja, Halt's Maul. Einzige nennst du das? Das ist eine Krankheit. Halt's Maul, ich fahre den Weg schon seit 90 Jahren. Ja, Krellas, genau, Freunde, Krellas, Freunde. Die Oma ist sensationell, ne? Krellas, Freunde. Ihr seid doch Abelblock, ihr seid doch wichtig. Reden wir schon wieder über Filme eigentlich? Sie haben den Klappstuhl ausgegraben. Wir sind wirklich... Oh, Schnupftabak, endlich. Scheiß die Wand an. Wo kommt denn jetzt dieses... Entschuldigung, ich habe nichts gesagt, aber... Alter, wo kommt das hin? Wie weit ist denn dein Dodge jetzt? Ja, also ich weiß noch nicht, ob es einer wird, Wuch, aber... Sieht aus, als würdest du unten bei Thomas bauen. Das ist so lustig. Wenn du dich jetzt... Pass auf, mach dich noch mal groß. Ah, guck mal. Ja, mich, ich? Ja. Ja. Morgen schon wieder. Das ist mein... Das kann nur Mero gewesen sein. Nee, das war ekelhaft, das war sauerig, das war genau mein Humor. Hallo 14. Gut. So, John ist. Wer ist jetzt raus? Was ist los? Was ist los? Bondnoff hat das Bäuerchen gemacht und Bondnoff liegt raus, finde ich gut. Schön einlöten. Ja. Ich habe überhaupt nichts gemacht, aber ist ja egal. Also, wer war das gerade? Wer da jetzt gerade drüben? Das war bestimmt Blocks, hatte ich bestimmt rausgeschmissen. Ich schmeiß euch alle raus. Ja, dann machst du alleine mal einen Stream. Thomas, einfach mal. Thomas schmeißt raus, weil er einfach so nett ist. Komm, raus. Sag nein. Mal. Hello again, Thomas. Ja, aber das ist jetzt scheiße, weil jetzt ist Thomas unter dir. Ja. Och Mann, mach ihn wieder zurück. Ich will wieder mir passt noch besser, guck mal. Ich will wieder bei ihm lutschen. Jetzt geht er von alleine weg. Thomas, was ist los? Oh. Also, nee, so, nee, da, die Hand. Ist das aber nicht beleidigt, oder? Klings. Ja, sehr geil. Psch, psch, psch. Ah, ja, ja. So, danke fürs Raushören, jetzt bin ich weg von Ben. Nee, aber guck mal, mir geht's auch. Schau mal, da, schau mal, warte, da, guck. Die langen Hände wieder. Auch, was ich für lange Arme habe, guck mal da. An dieser Stelle könnte man nochmal Pizza Hawaii erwähnen. Das sieht echt warum eigentlich? Aus. Ich wollte erwähnen, dass Pizza Hawaii für mich überhaupt keine Daseinsberechtigung hat, aber... Oh, nicht schon wieder genau. Pizza Hawaii, das Thema. Och, Mipi, jetzt fang nicht wieder an mit den Hashtags, das ist ja furchtbar. Ich verweigere die Aussage.
Hier, Lego Träumi sagt, die feinische englische Art lässt wieder. Ja, das feinische? Ist die, die feinische englische. Die feinische englische Arche. Die feinische, ja, ich hab, die Arche. Feine englisches Getränk. Im, Arche ja. Klingt wie so ein Assi-Name. Nee, wie Arche so ist doch. Oh, das war doch diesen Reiniger oder das so. Das ist Arche, ne? Milde Bleiche ohne Chlor, fragt mich. So. Und das heißt auch nur, da steht auch Ace drauf. Da steht auch Ace drauf. Wieso sagen die Arche? Oh Mann, ey, wie kann man aus Ace Arche machen? Ey? Naja. Ja, wie kannst du aus Worcester Worcester machen? Das geht auch nicht. Aber das geht auch nicht, das machen aber Leute. Heißt das nicht aber, anders? Nee, es heißt Worcester, es heißt auch Leicester. So, ja, Leicester, Worcester. Ah, Leicester, genau, nicht genau. Leicester, was ist am Leicester Square? Was ist am Leicester Square? Ah, geil. Was ist am ja, komm hier, Fachwissen hier. Was ist ja, Lego Store natürlich, was sonst? Ja, natürlich. Ich war schon zweimal drin. Ich war nur einmal drin. Du warst schon zweimal drin? Mit meinen Schülern, ja. Mit WD-40? Nee, ohne WD-40. Ich hab's zweimal drin und einmal getroffen. Ladies and Gentlemen, heute sinkt für Sie das Niveau. Ja, aber. La 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 la. Ich bin mir ziemlich sicher, das ist schon tot. Ja, geil! Freunde, ihr dürft das nicht machen, weil, jetzt kein Scherz, der liebe Olli von Klemmbauschanwelten hat heute das Buggy vorgestellt aus irgendeinem Film. Oh, zwei wie Pech und Schwefel mit dem gelben Häubchen. Ja, und geil! Hat dann einen kurzen Strike bekommen im Video rein. Wieso? Ja, weiß ich auch nicht. So ganz habe ich es nicht verstanden. Vielleicht weiß der Chat ist, aber er musste da irgendwas machen. Da musst du mal gescheiten Content. Ja, das ist was anderes. Sag mal, was hat er gemacht? Er hat den Buggy gebaut und vorgestellt? Es gibt da wohl, er hat ein Video zu diesem Buggy und das hat er hochgeladen und dann. Und dann wurde es gesperrt. Was passierte dann? Das passiert eigentlich normalerweise nur, wenn du Videoinhalte von anderen zeigst. Aber doch nicht, wenn du einfach irgendwas. Ganz das vielleicht. Vielleicht ist das Buggy ja gesperrt vom VW, keine Ahnung. Ich weiß. Das Buggy. Das meine, Buggy. Das Bunny. Buggy gesperrt, weil oben ohne. VW. Aber Ben hat das Video, glaube ich, geschickt, ne? Der hat den Mix davon. Ja, hast du. Übel, ganz übel. Geil. Du sagst die Musik, Urheberrechtsschutz. Okay, dann war es die Musik, alles klar. Ja, Alter, ja. Wenn ich einfach so singe, dann kann man es da auch nicht mehr erkennen, dann ist es auch kein Urheberrechtsschutz. Ja, aber nee, du singst aber so engelsgleich, dass man es fast mit dem Original nicht verwechseln kann. Was hat Allah jetzt damit zu tun? Ja, du hast den zweiten Teil verpasst, danach kommt Bombenstimmung auf. Oh, jetzt ist es auch übel. Bitte mit Tat hat man singen verboten, da wurde im gleichen Haus. Okay. Oh Gott, ey, es ist so schlimm. Es ist so schlimm. Es ist so schön. Ja, meine ich. Ist schön. Niveau-Limbo. Niveau-Limbo. Je tiefer, desto besser, ne? Und ganz lustig ist ja immer, dass der Thomas ja immer so, immer sagt auch so, oh nein, Freunde, und jetzt bitte Kontenance, aber er ist immer dabei, wenn wir Rabauken was machen, ne? Ja, Thomas ist immer dabei. Er steht drauf. Ja, das ist so. Wenn ich nicht besser wüsste, würde ich denken. Da wird er wuschig. Okay, ich darf nie wieder mit Thomas von Brickquatsch was machen. So. Nie wieder. Nie wieder. Nie wieder. Nie wieder. Aber so. Ja. Kann man die Kanone vom Abspritzset nicht auf den Ferrari montieren? Das wird ja, selbstverständlich geht das. Ich werde es gleich probieren. Ich habe ja beides gerade hier. Ist ja beides da. Ja, schon wieder einer meiner Idee geklaut. Hast du beides nichts anderes? Kennt ihr diesen nicht ergattern? Kennst du diesen Spruch von früher, ne? Nach dem Essen nicht vergessen. Hör auf, bitte nicht. Ohne Witz. Ich sag's auch jetzt nicht, weil ich irgendwie finde, das ist ja so hart an der Grenze. Aber letztens, meine Frau mit ihrer Tante, wir sitzen irgendwo im Café, plötzlich fangen die beide an mit diesem Spruch. Und ich denke so, what the heck? Kannst du mal sagen, wie der Spruch geht? Willst du es wirklich? Nein, nicht. Nein, der schnellste Abschnitt der Welt, guck mal. Das kann geil. Man nicht. Geil. Das ist so die Ruckzuckfeuerwehr, schnell rein, schnell raus. Feli sagt, stille Wasser sind eben tief. Nein, stille Wasser sind in grünen Flaschen, oder? Nein, die haben keine Kohlensäure. Ja, eben. Ja, und selbst das mit den, egal, lassen wir das.
So, ich komme so langsam an einen Punkt. Auch deine Frau etwa? Du kommst langsam? Ja, aber auch nur mit... Ja, oh. Da gibt es auch einen blöden Witz dazu. Klosterfrau mit diesem Geist. Oh. Ja, da gibt es auch einen. Ne? 47,11. Ja. Er tropft so vor sich her. Ja, alle hatten die Hose. Hat aber gedauert. Der Olli hat wohl gerade der Chat gesagt, die Musik laufen lassen. Ne? Ja, das ist doof. Ja, das kann mal passieren. Ja, wenn man es laufen lässt, das kann schon mal passieren. Oh Leute, ihr habt mich auf ein Niveau. Ich komme von diesem Niveau nicht mehr weg. Es ist ganz bitte, furchtbar. Bitte. Cobra 11 Abspritzzeit ist das übrigens. Ja, genau. Semir und der andere, der immer wechselt. Ich weiß nicht, wie der heißt. Das ist ja immer ein anderer. Also immer der Semir und dann immer noch ein anderer. Sehr geil. Wechselt der nicht dreimal in der Folge, der andere? Ja, das kann gut sein, ja. Also gefühlt schon, oder? Sehr gut. Dominik, mach's gut. Bis bald. Tschüss, Dominik. Gute Nacht. Danke für die. Aber 4711, Harry und der Melf. Harry und Melf. Echt? Es gibt wirklich 4711, das Set? Thomas! Was? Set Sieben Nummer 4711 gibt's wirklich? Keine Ahnung. AT, der Strom ist aus. Schau doch mal nach. Das muss ziemlich alt sein bei der Nummer. Ich kann nicht mehr. Das ja. Wirklich wahr. Den Spruch kenne ich sogar. Ich habe ein Fußballbuch mit den Kuriositäten, da steht der drinnen. Das welche? Stimmt, doch, ja, das hat Paul Breitner wirklich gesagt. Ja, das hat er gesagt, definitiv. Genauso wie zum fehlenden Glück kam noch Pech dazu. Mailand oder Madrid, Hauptsache Italien, das war, glaube ich, Mario das ist nein, das ist Andreas Möller. Möller war es, genau. Definitiv. Der auch gesagt hat, bei Eintracht, er geht nie weg von der Eintracht, zack, war er bei Dortmund. Dann war er bei Dortmund und hat gesagt, er geht nie weg von Dortmund, zack, war er bei Juventus Turin. das müsst ihr den Trainer fragen, wie mir. Ja, genau. Oder dieser eine Fußballprofi, der sagt der, so, ja, was haben wir denn gesagt? Ist der nicht was zu haben Schalke? Wir gesagt? Danach, ist der nicht zu Schalke gegangen? Ja, hallo? Der war bei Dortmund, Juventus, Dortmund, Schalke. Das war Lothar. Lothar war nein, das? Nein, Möller war Lothar war Frau 1, Frau 2, Frau 3, Frau 4. So wie Olli Kahn, also. Nee, wie Effenberg eher. Nee, Olli Kahn hat. Olli Kahn. Ja. Ich habe keine Ahnung. Freunde, ganz wichtig, ich als KSC-Fan, ne, Schwalbe Möller. Ich keine Ahnung von Fußball. Ja, genau. Aber das die Szene weiß ich, weil er von 10 Metern neben den Innenverteidiger und genau. Fällt hin. Ne, also das war. Miepi nicht den Sand in den Kopf stecken. Ja, das war auch großartig. Großartiger Spruch. Aber da gibt es so Zusammenfassungen. Wie war das denn? Arn Zeigler, wieder. Ja, mein alter Freund Arnie. Ja, da müssen wir noch was machen. Ich möchte ein Autogramm haben. Ja, du kriegst mehr als das. Auch eine Podcast WD-40. WD-40-Dose gedeckt. Das ist auch noch drin. Von Hans WD. Hat der Anzeigler denn noch Zeit, neben seinem ganzen Fußball gucken? Da läuft der im Moment nicht viel. Da kann er ja mal alten Männer beim Lego bauen zugucken. Ich kann ihm das ja mal sagen, aber ich glaube, ich weiß nicht, ob er so Lego. Doch, der hat mal einen Lego-Booster stehen gehabt. Schenkt. Brickmatch, du musst ihm einfach das Manchester United Stadion spendieren. Ja, einfach, ja, klar. Ja, das geht doch. Oh, hier, der Spruch ist gut. 0x94, von wem war der? Der ist richtig, den möchte ich mir auch drucken. Wir müssen alles, wir müssen gewinnen. Alles andere ist primär. Auch sehr gut. Ja, er spielt wie eine Flasche leer, sagt Richard. Das kenne ich ja. Aber davor war auch das. Was erlaube Strunz? Ah. Strunz. Warte mal, ja, Freunde, pass auf, der ist jetzt ein bisschen schlimm, aber pass auf, habt ihr den gesehen? Boah. Mhm. Was? Wovon? Ja, also, da. Dennis, den brauchen die gar nicht einblenden. Mottenhoff, den brauchen die gar nicht einblenden, du kennst den eh schon. Den Witz. Diese ganzen Schlimmen kennst du eh alle. Wer ich? Opa, ich hab. Naja, wie war das? Vielleicht bin ich gar nicht. Michael Wendler. Ich kann sagen, wer ist das? Sondern Manuel Neuer. Nur so ein kleiner Service-Tipp: noch lädt der Lego die Lego-Seite flüssig. Das wird sich dann ja wahrscheinlich gleich ändern. Übrigens, wir hatten ja gerade von Trapattoni, ne? Ja. Ich hab mal sensationell von, warte mal, Chrome Tab, da ist es, genau, hier. Müssen wir uns mal anhören. Sehr, irgendwas spannend. Ja, das, ich weiß, was er meint, glaube ich, das ist richtig gut. Warte, ich schau dich das. Jetzt ist dann der Stream gleich. Es gibt Momente in diese Situationen, einige Personen vergessen ihnen Profi, ob was sie sind. Ich lese nicht so viele Zeitungen, aber ich habe gehört die Weisungen von dem Bundesrat. Erstens,
wir müssen waschen die Hände. Es gibt keine Ausrede, nicht waschen die Hände. Ich habe zu Hause in meinem Zimmer 3 Spitzen Seife bestellt. Lavendel, Kokonuss und Grappa Frutta. Wir müssen nicht vergessen, Grappa Frutta. Grappa Frutta ist eine Spitzenseife. Mehr Lavendel, mehr Kokonuss. Ist klar, diese Wörter. Ich möchte verstehen, was ich gerade gesagt habe. Dann, Hygiene. Hygiene ist wie Hygiene. Machen wir mit Körper. Hygiene. Weiter. Ich habe erklärt, mit dem Bundesrat, alle müssen bleiben zu Hause. Alle müssen bleiben zu Hause. Ich habe gesehen viele Senioren nach dieser Weisung. Ich habe auch gesehen viele Junge nach dieser Weisung. Ein Trainer ist nicht ein Idiot. Ein Trainer sehe, was spazieren in Stadt. In dieser Situation waren viele Personen waren dumm wie eine Flasche leer. Haben Sie gesehen? Wer spazieren in Stadt? Spazieren die Jungen, spazieren die Alten oder spazieren die Trapattoni? Stronzo! Stronzo ist 2 Wochen hier, ist immer spazieren! Was erlaube Stronzo? Ist immer spazieren! Ich will jetzt, diese Person muss sagen mich und muss sagen die Bundesrat, muss alle bleiben zu Hause! Muss alle bleiben zu Hause! Ich bin der Mutter jetzt, die Vater für diese Person, die verteidige diese Person. Ich habe immer die Schuld über diese Person. Eine sind die Alte, eine sind die Junge. Stronzo dagegen ist egal, er hatte nur eine Piccolo. Ah, grandios. Ja, das ist so geil. Ich habe fertig. Also grandios. Oh, dafür müssen ein paar Daumen runtergehen und ein paar Daumen mehr hoch. Ach komm, wir haben 20 Daumen runter. Gibt es irgendwie ein Face-Unboxing oder habe ich irgendwas verpasst? Face-Unboxing? Kennt ihr nicht Bob Brickmans Face-Unboxings? Wurde im Chat vorgeschlagen bei einem Stream, wo er dabei war, abends spät. Er möge doch mal ein Face-Unboxing machen. Ich habe mich nur noch weggeschmissen. Hey, hast du ein... Hey. Du hast ein Radiogesicht, sage ich dann immer. Ich habe ja gesagt, wenn er mal wirklich bei so einem Treffen dabei wäre und dann live kommt, dann muss er sich einfach... Das ist ja so ekelhaft! Oh Mann, ihr schon wieder. Das kam doch von dir, das Spruch hier. Es droht so, hey! Gehe, spaziere, in die Stadt. Immer gehe, spaziere. Mit der Flasche WD-40 unterm Arm kommt er anspaziert. Nein, dann muss er sich, weil er hat ja immer diesen Lego-Bauarbeiter mit diesem Helm, der aussieht wie eine Zitronenpresse, dann soll sich eine orange Zitronenpresse auf den Kopf setzen, in der Brille, dass jeder weiß, da kommt Bob Brickman. Sonst erkennt man den ja nicht. Nein, null, wo willst du es denn wissen? Gut, wir wissen, wie er aussieht, aber... Nee, das ist auch nur sein Bruder, ne? Nee, ist aber vielleicht auch ganz gut, dass man dann doch nicht sieht, die Menschen manchmal, bei manchen. Also, nein, bei mir ist es zu spät, deshalb ich nicht drüber nachgedacht. Ja, stimmt. Das, die Leute draußen wären auch besser gewesen. Verstehe ich, also... Ja, das weiß ich. Du ja auch. Du hast dich ja auch erst nach 10 Promille das entschieden. Mein Gesicht, ich muss mich mit Brille schaffen für die Kamera. Ja, Flasche leer, Gesicht da. Super. Nächste Mal, klasse. Hilfe, wo bin ich denn hier? Ja, strike die Bild mich jetzt weg. Ach, jetzt fällt sie auch auf. Ja. Das kann passieren, ja. Der Stream ist tot, würde ich sagen. Oh, ist das gut. Haben wir auch noch Zuschauer? Sind alle weg. 174 Zuschauer, 21 Dislikes. Ich finde es grandios. Nein, da geht noch was, da geht noch was. Da geht noch was. Was denn? Was, wer geht? Ben geht. Was geht? Ben geht. Das ist auch nicht nett. Hey, was erlaube Blocks da, hä? Agiere wie eine Ben weg. Ja, genau. Ben, da geht ja immer nur spazieren in die Stream. Ja, genau. Leite Stream wie Flasche leer. Wir brauchen mehr Dislike. Oh, es geht hoch. Es geht hoch, Alter. Das ist so gut. Wir haben ja. Oh, mach's gut. Was? Aber wir streamen nochmal zusammen, auf jeden Fall. Ja, vielen Dank für die Einladung, auf jeden Fall. Ich verabschiede mich. Ich kriege nämlich langsam auch Rückenschmerzen. Nero, kauf dir doch mal einen Stuhl. Stuhl kaufen. Stuhl.
Mero, kurze Frage, war Mipi Stuhl. Weiter als ich? Ja. muss er ja, wenn ach ja, stimmt, wenn, du hast ja, alles gut. War ja nur das Einzige, was noch OVP ist, ist Tüte 4, also weißt du, wie weit es ist. Bis Tüte 4 hat es geschafft. Gut. Gut, ihr Lieben, okay. Macht's gut, viel Spaß. Ja, und, mach's gut, tschüss. Mach's gut, ihr beiden. Ciao. Ciao. Guten Nacht. Ciao. Grüß an Mipi. Genau. Oh, jetzt haben wir ihn verjagt. Geh mit Gott, aber geh. Ja. Wieso? Ist doch nett, oder? Lamborghini ist bestellbar. Oh, wer hat das denn hey! Gesagt? Hey! Jetzt. Ho! Ach, so, ja, zwei Minuten. Hip-Hop, ja. Hooray! Ho! Ach, deswegen die anderen noch. Hey! Ho! Hey! Wo ist denn der Scheißding bestellbar? Hier ist nichts mit Lambos. Ach doch, ja. Da. Nehmen wir den. Michael, bist du so naiv und vertraust der Lego-Seite? Ich wieso, wo kann man den noch bestellen? Nein, ich meine, die sagen, ab 12 Uhr ist er bestellbar und dann wird auch nie, funktioniert die Seite nie. Ja, stimmt, vielleicht. Aber im Moment läuft sie noch recht flüssig. Also im Moment läuft es bei mir noch recht flüssig. Wie war das Zitat nochmal? Da bin ich einen Tag drüber überlegen, wie das war. Hatten wir doch eben gerade bei Paul Breitner. Paul Breitner. Aber ja, Herr Mottner, alle hatten die Hosen gestrichen voll. Genau, das war das, okay. Ja, ja. Lambo ist bestellbar, tatsächlich. Aber wo denn, bitte? Bei auf Lego. Seitenbacher. Bei Seitenbach. Ich könnte jetzt sagen, auf welcher Seite du den Link, den Deep Link findest, aber. Nein, das ist ja Quatsch. Also offenbar ist der Link schon da, aber natürlich noch nicht die Verlinkung. Richtig. Aber wenn du ja, den Deep Link den zu bestellen. Der Produktseite findest, dann finde ja, ich. Ja, ach so wichtig, ich bestelle den ja eh nicht. Klick O. Ja, ich weiß nicht, wie das passiert ist. Keine Ahnung. Nein, ich gucke nur gucken. Nicht anfassen. Besser ist das. Nee, den Lambo kaufe ich mit Rabatt, wenn es den mal irgendwann gibt. Da gucke ich tatsächlich deine Seite, beziehungsweise ich habe ja deinen Twitter abonniert und dann erfährt man das. Ja, du kannst ja einen Preisalarm darauf einrichten, wenn es jetzt um das eine Set geht und dann kriegst du eine Mail, wenn es dann irgendwann soweit ist. Twitter, das ist ja raffiniert, ne? Das ist ja raffitechnisch. Das ist ja besser als der Lego Online Store, man glaubt es ja nicht. Ja, so, hallo, das ist ja auch nicht so schwer. Das ist wirklich nicht schwer. Die Praktikanten Webseiten bauen. Ja, wir müssen ja alle Ziele haben, ne? Das stimmt. Praktikant bei Lego? Was? Da würde der Laden ja laufen. Da ist der Lambo. Wir müssen sehen, dann komm her. Da, jetzt verfügbar, Begrenzung 2. Ach komm, ich aber bevor jetzt, genau, ihr schreibt es auch gerade, Axel Brick schreibt es im Chat, also das Gratis-Set geht noch nicht mit rein, also sollte man noch. Ah, okay, dann warten wir noch. Dann warte noch kurz und Michael, wenn du es machst, dann machen wir in Chrome-Tab, dann machen wir Online-Bestellung, machen wir ein bisschen hier Investigativ-Krams. Willst du sehen, wie ich den Lambo bestelle? Jetzt ist das Gratis-Set ist aber jetzt da. Also, ja, dann komm, Michael, wir machen einen Tab auf und dann holen wir das noch, sehen wir, wie du kurfst. Aber dann siehst du ja meine ganzen Daten. Nein, nur den Tab, du musst doch nur den Tab aufmachen. Wie nur den Tab aufmachen? Naja, nur, dass du. Wieso ja, aber ich muss doch meine Daten eingeben, irgendwie meine Konto. Ja, dann blenden wir es wieder aus. Geht doch nur, dass du reinlupst. Ja, gut, dann leck mich am Arsch, dann mache ich das jetzt. Oh nein, das ist doch nicht gemein. Ich dachte, du willst ihn mit Rabatt kaufen. Ja, mache ich ja auch. Also. Ein GWP-Rabatt. Nochmal. Genau, ich fange. Genau. Verkauf den wieder, geht den dann 20 Euro billiger. Ich nehme mal zwei. Warte, bis ich ihn mit Rabatt bestellbar. Was ist denn das? Oh, verkaufst du ja mit Rabatt. Genau, ich verkaufe den dann mit Rabatt, das ist doch viel besser. Ich habe den Fuchsbau noch gar nicht gesehen. Gibt es dann ein Bild? Ach, Fuchsbau ist der von den Weasleys, die Bude, ne? Ja, soll ich mir zwei oder einen Lambo bestellen? Das war ein Spaß, Mensch. Das wäre eine Frage. Kauf ich zwei, Ich würde sagen vier. Ja, geht ja nicht, Begrenzung ist ja auf zwei. So, ja, dann machst du einen unter Influencer und einmal MC Rhyme. Weil man kann nicht denn so ein Schuss. Nee, das geht nach Haushaltsadresse. Ach so. Er hat mehrere Postleitzahlen. Ich habe mehrere, also du da, wenn es darum geht. Hausnummer oder mehrere? Warte mal, jetzt gehe ich mal auf Lego. Wahrscheinlich kann ich ihn jetzt. Achso, bei den großen Häusern ist das so, dass du da mehrere Hausnummern stehst. Ja. Oh. Ja, bei Plemo kriegst du nicht, also noch nicht. Bin ich denn hier eingeloggt? Mein Konto? Ja, ich bin eingeloggt. Warum, so, warte mal, dann mach ich den Fuchsbau noch nicht bestellen. Das frage ich dich. Wo ist denn jetzt dieser scheiß Lambo jetzt wieder geblieben? Hier? Fragst du mich? Der ist so schnell weggefahren. Er ist jetzt wieder weg von der Seite. Eben war drauf. Das ist doch immer so. Wie das. Ach Quatsch. Ach Quatsch, lass mich mal machen. Komm. Lass mich mal, genau. Ist auch geil. Lass mich mal ran. Thomas sitzt so abgeschnitten im Bild. Die komplette. Ja, ich guck auf den anderen Rechner. Ich krieg das gibt's doch gar nicht. Geil.
Nee, der, das hatte ich in dem einen Browser, im Safari habe ich ihn schon, auch im Warenkorb liegen. Und im Chrome kommt er noch nicht. Achso, warte mal, doch, ich weiß, wie exklusiv. Jetzt pass auf, jetzt habe ich ihn. So, mein Gott, so, jetzt mache ich einen Chrome frei. Ich komme auf den Klickbutton. Hallo. Kaufen. Was denn? Ich will den Fuchsbau bestellen, warum kann ich das nicht? So, da. Und jetzt sieht man, wenn ich darauf rumklicke, dann sieht man das. Ja, alles. Ja. Siehst du meinen Mauszeiger? Ja, wir sehen das. Du siehst es auch. Wie sieht denn mein Mauszeiger jetzt aus? Weiß. Weiß, er bewegt sich. Und der hat Parkinson. Und der hat eine Hand. Ja. Ihr habt alles falsch übrigens, aber ist egal. Na gut. Wieso? Was? Hä? Nein, war ein Spaß. Ach so. Wenn man die Maus schnell bewegt, dann wird die groß bei Apple. Das müsstet ihr auch. Der Fuchsbau ist da. Kriegt man das Set auch zum Fuchsbau dazu? Diesen Hot Rod? Aber ich kann euch nur sagen, bitte kauft euch keine Reporter-Set, wenn ihr einen Stream mit mir macht. Das kann nicht gut ausgehen. Das stimmt. Der Lambo ist jetzt im Warenkorb. Okay. Jetzt gucken wir auf den Warenkorb. Jetzt mal ernsthaft, seht ihr das wirklich? Ja, wir sehen das, ja. Ja, sicher sehen wir das. Okay. Sollen wir jetzt wieder rausgehen? Nein, das noch. Warte mal, ich muss kurz überlegen. Also das funktioniert übrigens bei mir nie, wenn ich direkt auf PayPal-Zahlen klicke, gibt es immer eine Fehlermeldung. Ich muss aber noch VIP-Punkte einlösen. Das hätte ich jetzt gerade vergessen. Das ist aber so. So, ich habe mal auf 2 erhöht. Alter! 709. Oder was? Ja, es ist direkt doppelt so teuer geworden. Du kriegst einen Stern. Man glaubt es nicht. So, zur Katze gehen, sage ich dann immer. So, jetzt müsstest du mal ausschalten. Dann gehe ich wieder raus. Freunde, guckt euch das an. So sieht einer aus, der sich zwei Lamborghinis gerade stellt. Das ist nur einer, den du Nasengesicht. Ja. Ich sag, das ist auch schön. Ja. So, jetzt ist er wieder. Oh, ich hasse alles. Ihr Warenkorb ist leer. Was ist denn das für eine Scheiße? Lego, ihr seid doch scheiße, ey. Entschuldigung, habe ich das gesagt? Ihr seid ganz toll, Lego. Ich hab euch lieb. Ich will alles von euch. Ich will ein Kind von euch. Lego, ich will ein Kind von dir. So, das mache ich jetzt noch hier. Lambo im Warenkorb. Das habt ihr alle schon gesehen. Warenkorb. Jetzt sind 3 Lambos im Warenkorb. Was soll das denn? Das geht technisch nicht, aber ich habe 3 Lambos im Warenkorb gehabt. Jetzt nicht mehr. Kaufen. So. Adresse an diese. So, Adresse speichern. Jörn. Also für in der Pimmelallee 11. Genau, und einen schickst du dann direkt zu mir. Ist okay, ne? Das ist klar. Ja, super. Weiter zur Bezahlung. So, Herr Thomas, hast du mal eben die Kreditkarte, bitte? Habe ich schon eingegeben. Gut. Ich höre die allgemeinen Geschäftsbedingungen. Kann man die. Achso, das kann man. Ah, das sieht man alles. Nee, das ist scheiße. Bestellung aufgeben. So, Klick. Ich habe ein Lambo bestellt. Bist du des Wahnsinns? So, ich löse heute mal 20 Euro ein. Ach, ich muss erst noch meine Kreditkarte bestätigen. Ach, der Popel fragt mich, ob meine neue Kamera kommt, weil ich so breit aussehe. Vielleicht bin ich ja so fett. Wahrscheinlich. Brian, hallo, grüß dich, Brian. Hallo. Brian, Michael, darf ich wieder zum Stream adden eigentlich? Du hast wieder freigegeben. Ach so, nein, bitte nicht den, da steht meine Adresse drauf jetzt gerade. Okay, also, Freunde, wie viel kriege ich, dass ich einen Klick mache jetzt, dass wir es sehen? Nein, Spaß. Ja, wer weiß, wer kann das sowieso rausfinden. Aber, ich habe gerade einen Fuchs vorbestellt. Yay. Danke, für dich jetzt auch bitte, ja? So, die Bestätigung ist doch schon da, Lambo ist morgen da. Morgen? Nein, der fährt schnell. Nein, ich habe natürlich also es dauert im Moment eine gute Woche, bis die Lieferung rauskommt. Das stimmt, ja. Meine Kreditkarte kotzt. Hast du den Hot Rod auch, genau? Wie der Chat hat ja, der Hot Rod ist dabei. Okay. Und hast du schon Brian Hallo gesagt? Hallo Brian! Ja, hab ich. Who the fuck is Brian? Brian ist ein guter Typ. Wir haben einen Brian. Werfen den Puschen zu Boden. Aber immer, Hallo, der blutblütige Papa. Warum immer Monty Python? Was ist denn los? In jedem Stream ist Monty Python. So, übrigens, ich werde jetzt den Abflug machen. Und ich wollte nicht Abgang sagen, aber es hätte gepasst. Mhm. Ich werde jetzt den Abgang machen. Oh. Mit einem Lambo. Mit einem Lambo. Komm mal, der Lambo, sagt er. Ja, ihr kleines Gewürm. Ich bin auch gleich fertig hier mit meinem Bauschritt 10. Ja, dann warte ich noch so lange, bis du mit Bauschritt 10 fertig bist und dann bin ich weg. Ja, ich muss noch. Wir sehen uns ja morgen schon wieder. Wir sehen uns um 9 Uhr schon wieder. Da wird das natürlich ein züchtiger. 10? Spiel. Ich dachte um 10. 10 meine ich ja. Also, wir fangen natürlich schon um 9 an und sagen Thomas das nicht.
Ist okay. Damit kann ich leben. So. Wer ist eigentlich überhaupt alles dabei? Also Bloxy, Thomas, Michni, Ben? Michni? Nee, ich kann nicht. Ich habe morgen Family. Oh, das ist ärgerlich. Ja, ich habe meine Family ehrlich gesagt auch noch nicht gefragt. Könnte sein, dass ich verhindert bin. Ja, dann machen nur Bloxy und ich alleine. Das wird besonders lustig. Was guckst du so ernst, Jörn? War doch heute auch lustig. Extra lustig sogar, viel lustiger. Extra, mit extra viel lustig. Ben hat eine Hose an, ja, stimmt. Und noch ein bisschen streuselig. Ben, du hast eine Hose an? Amateur. Er hat immer die gleiche an, diese hellblaue. Ich habe keine Hose an. Du hast nur eine Hose an. Schwanzus longus. Schwanzus longus. Schwanzus longus. Wer macht sich über unseren Freund Schwanzus lustig? Fliegendes Selbstmordkommando. Ja, haben wir jetzt alles durch. Ja, ist so. Gut, Entschuldigung. Okay, ihr Süßen, also ich bin da mal raus. Macht es. Ja. Bis morgen. Soweit so bin war ich mir eine... jetzt. Kommt noch. Cool. Also, schönen Abend, danke fürs dabei sein, dass ich dabei sein durfte. Bis morgen. Tschüss. Tschüss. Ciao. Auf Wiederbauen. Ich gucke. Hey! Du wirst mal klar. Ja, okay. Ciao. Tschüss. Wiedersehen. Michael baut und dann zack weg und flucht. Blogs kommentiert. Ja, genau, so schaut's aus. Was? Der Chat hat gerade keinen Kopf gelesen. So, Bauschritt 10 fertig. Kiste leer. Wahnsinn. Ist es nicht ein tolles Set? Ich mach dich groß. Das ist so schön. Das ist die Rückseite übrigens. Ja, ich weiß, aber die ist ja auch cool mit dem. Genau. Ja. Die übrigens, tatsächlich muss man nochmal gucken hier. Unterschiedlich leicht gegen. Du weißt, was da hilft. Du hast es heute gehört. Ja, nein. WD-40. Einmal oben das Ding auf und nicht ans ABS. Nee. So weit sind wir noch nicht. Alles gut. Ich bin begeistert nach wie vor. Und tolle Details hier innen drin, aber das wisst ihr ja alle schon. Guck mal, Motoren da dran? Bitte, was habe ich? Packst du Motoren da dran? Auf jeden Fall nicht die Powered-Up-Funktion, die Motoren. Das ist mir einfach schlicht zu teuer dafür, für diese Popel-Funktion, um da so einen Aufzug aufzufahren. Ich glaube, du brauchst zwei Motoren und den Hub und das macht zusammen mal eben einen Einkaufspreis bei Lego von 80 Euro. Das heißt 300 Euro, also für das Set, wenn du das machen willst, ja. Ja, nee, also ich habe gelesen, man kann es auch mit einem normalen XL-Motor steuern. Also dann fährt halt der Aufzug halt immer rauf und fällt gleich wieder runter und fährt wieder rauf. Aber wahrscheinlich brauche ich das nicht. Also ich habe die Achterbahn ja auch motorisiert da stehen und ich wollte auch noch... Da finde ich, ist das noch was anderes. Da hast du mehr davon, dass sie motorisiert fährt. Ja, sicher, klar. Also das finde ich auch ganz in Ordnung. Da geht es ja auch ständig in der Runde. Da ist ja auch permanent, also der kommt halt wieder runter, fährt sofort wieder weiter. Klar, du kannst sie stoppen da an dem Eingang, aber eigentlich fährt die bei mir dann immer dauerhaft da durch, wenn ich es dann mal einschalte. Ja, das ist schon schön. Weil ich frage, ich habe den Motor, zwei Motoren verpasst, weil ich hatte noch ein Power-Up hier rumfliegen. Das ist halt der Vorteil. Und ist eigentlich sehr geil, wenn du mit der App das Ding steuern kannst. Kannst. Ja, finde ich ja auch. Finde ich ja, wenn du das da stehen, wenn du den Motor da hast, okay. Aber mir jetzt extra dafür das Zeug kaufen, damit ich es dann ab und zu mal einschalte und dann toll finde, nee. Also die Achterbahn läuft ja auch nicht pausenlos bei mir. Ja, ich habe ja keine. Für eine Ausstellung oder sowas wäre es was anderes, aber bei mir zu Hause. Ich wollte das Riesenrad auch noch bauen und daneben stellen und so. Tja. Ja, so ein Jahrmarkt, der dauernd läuft, das ist schon noch was anderes. Aber von, wie gesagt, du siehst es ja eigentlich kaum. Ja. Und dann ist das. Also ich freue mich ja wahnsinnig, dass es überhaupt einen Freefall Tower gibt. Weil schließlich habe ich ja vor 2 Jahren schon dafür das Gerücht gestreut, dass es einen geben wird, was mir so zugetragen wurde. Und dann wurde es nichts und immer hieß es ja, der hat ja Fake News hier verbreitet und jetzt Fake News. Ja, Bloxy, der Ferrari ist schön. So. Nee, aber der Freefall Tower ist toll. Also seitdem ich den zusammengebaut habe, ich bin eigentlich jeden Tag da. Wollte ich das jetzt hören? Nein, wollte ich nicht. Soll ich es herholen, mal vorführen? Nein, ja, nein. Kein Argument, dass ich es doch kaufe. Kein Spoiler ich hier. Nein, ich baue hier gerade und freue mich an den Details. Ist auch total witzig, finde ich, dass hier in der Anleitung
immer wenn man da irgendwelche Elemente einbaut, die dann so eine Referenz sind auf irgendwelche auf diese alten Sachen, steht das dann auch immer hier drin. Das ist dann, das in der Anleitung ist dann hier so eine, da so ein Textfeld. Kann man das sehen? Nee, da. Warte, ich mach dich wieder groß. Da, ich mach dich groß. Nee, da oben. Ah. Da ist dann das ist der Fahrer so, eine Info, so eine Infobox, was da jetzt gerade The Face of Sphinx, warum das, woher das kommt und so weiter. Okay, und warum cool. Er das, warum der Baron, der Baron das irgendwie abge... Oh hier, irgendwo, wir haben noch einen prominenten so. Zuschauer. Hey, Henry! Der kann ja noch reinkommen hier. Ja, genau. wir haben noch Platz, Henry. Wenn du magst. Ist auch ganz geschmeidig hier mit 5 Leuten dann. Der Ben baut übrigens den Dodge, hat der Chat gerade gefragt. Also Henry, weil du ja. Hast... Also momentan sieht es so aus. Ein Gerippe, das keiner sieht, weil Blocks da nicht auf den richtigen Knopf drücken können. Doch, ich habe nur gerade den eins nach anderen. Sieht aus wie ein Skorpion. Sieht was ist das? Wie so... Das ist der Dodge, also es wird mal der Dodge, ach, man weiß. Man glaubt okay. Es nicht, aber es soll angeblich so sein. Lass mich wieder klein machen, bitte. Ja, klar. Oh, der Dennis, also der Modmov, der, ich kenne keine Ahnung, der eine, den ich darf's, Entschuldigung. Der, ich habe jetzt gedacht, du hättest jetzt Gehörschutz aufgesetzt, weil es so laut ist. Ja, weil es so laut ist. Was? So laut? Ja. So, dann hier, deine große... Dann also, so sieht der ganze Gedöns dann aus. Gib mir noch eine Sekunde. Übrigens. Ja. Gib mir noch eine Sekunde, ich muss das hier, die Technik machen. Ja. Ja, gut. Was? Hey, was? Wo? Er muss doch noch die Technik machen. Nee, ich rede mit mir selber. Der Michael schreibt übrigens gerade noch bei WhatsApp, dass er jetzt einen Ohrwurm quasi von Geil hat. Oh, der Privat. Ich krieg noch eine Sprachnachricht. Geil! Bei dem, los, jetzt aber. Modnowski, los, leg los. Du weißt, wie lange das lädt hier? Das ist Lego. Das ist schneller zusammengebaut, als die App hochgeladen. So. Einmal. Warum sind denn in dieser WhatsApp-Gruppe schon wieder 20 Nachrichten? Ja. So. Und den Sound hast du dann auf dem Handy, ne? Das ist dann... Genau. Nur warum ist der Sound jetzt nicht da? Tja. Hast du das Handy gemutet? Da kannst du halt hier so 3 feste Buttons. Ein Friedhof, ein Geist. Eine Schlange. Und dann das eine noch okay. So. Der Chris hat random immer so. Irgendwas immer random reingespielt. Das könntest du sein, Ben. Okay. Ja, klar. Und dann? Das müsste doch auch gehen, ohne dass man das jetzt, also dass man das angeschlossen hat, ne? Die Sounds müssen doch so gehen. Ja, dann halt hier deswegen auch die Kamera, die in der Ecke gebaut wird, da hat ein Fotofenster. Dann kannst du das Ding halt nach oben fahren, wenn jetzt nicht hakt, wie bei mir gerade. Und dann kannst du entweder stehen lassen oder du drückst halt einen Button, der das Ding einfach fallen lässt. Weil deswegen ist das Getriebe hin, nur der zweite Motor, der halt dieses Umschaltgetriebe dann ansteuert. Ja, der auskuppelt, meinst du? Genau, da ist er hinten aber der. Kuppelt der aus. Ja. Genau. Du hast einmal die Kurbel, der da hochfährt und dann zack, fällt das Ding einfach komplett runter und dann hast du die Kette halt immer in dem Wagen quasi auf Spannung. Wenn du das halt nicht hast, machst du einen Motor dran, läuft halt durch die Kette und dann springt die halt immer über und das Ding fällt jedes Mal wieder runter. Das geht genauso. Aber ich wollte jetzt einfach die Motoren haben und den Hub hatte ich halt noch. Okay. Ja, aber trotzdem cool. Guck. Kann ja weggehen oder ich drücke auf das Knöpfchen. Hey, ich finde das schon geil mit der Tür oben auch, wie die aufgeht. Das ist wirklich. Zeig, kannst du dein Handy zeigen? Also geht das diese App mal an? Okay, aha. Was ist denn das? Dann hast du hier den Knopf hier mit der, wo du dann nur, wo die nur durch die Tür gucken. Das ist in der Mitte. Da kann er so stehen bleiben. Oder du drückst entweder da, dann hat er sofort das Runterfallprogramm. Oder du kannst auf jeder Position den Hebel betätigen und dann fällt das Ding wieder runter. Ja. Das Spielzeug für den Mann. Und Handy. Nein, er meinte, da steht schon, du sollst den Aufzug runterfallen lassen, nicht das Handy.
Achso, ja, ich habe mich erschrocken, hallo. Was ich auch sehr geil finde an dem Bild, du siehst ja erst die junge Dame, machen die ein schönes Foto und dann fährst du die Nummer höher. Sofort. Die hat Panik auf dem gerissenen Gesicht, das ist auch ganz geil. Jetzt steckt er gerade ganz irgendwo fest, die Batterien sind schon leer, aber ist egal. Mhm. Und ist auf jeden Fall aber diese Orgel dann noch dabei, ist ja geil. Du kannst auch die... Und das Türen quietscht, alles dabei. Weil ich noch ein Problem habe, manchmal dieser Getriebemotor, manchmal schaltet der nicht, aber dann drückst du halt nochmal den großen Knopf hier und dann ist das Ding wieder quasi resettet. Also ist auf jeden Fall schön. Schön ist das. Schön ist das. Herrlich, okay. Da kannst du so nett mit spielen und auf die Knöpfchen rumdrücken. Geil. Knöpfchen. Geil. Geil ist das doch. Ja. Gerade kam mir im Chat die Frage auf, ob du einen Modular daneben stellen kannst, aber ich glaube, das wird man kaum sehen. Das geht, glaube ich, bis zum ersten Dach, wie es da. Ne? Ich guck mal, wie er also rausgewühlt kriegt. Sekunde. Oh, ich habe hier noch die Corner, die Market Street rumfliegen. Ah, nee, das war wer anders. Daneben. Ich hab das, die. Das war wer anders, stimmt. Das war ich. Was denn? Du hast die Corner, die Market Street. Ah, ja, stimmt. Ja, sicher. Ja, es gibt ja noch welche. Ja, es gibt auch Leute, die irgendwelche 2- bis 3-mal haben. Wir kennen sie ja alle. Nee, also die Market Street habe ich tatsächlich nur einmal und zwar aufgebaut. Ja, okay, gut. Ich wollte eigentlich. Was, naja. Was denn? Grätsch rein! Nein, ich grätsch nicht rein. Wie geht sonst euch sowas? Was ist das für eine Anmoderation? Nein, Was ist los, Loxi? Was liegt dir auf der Seele? Ich habe jetzt das gar nicht so richtig gesehen. Ich will das sehen, wie das da rumcrasht. Mach doch noch mal klein jetzt wieder. Jetzt. Ja. Ah, nee, da kommt er. Holt sich auch gleich ins Kleinste. Ja, gut. Schön kleines Set daneben. So. Ja, ich wollte eigentlich ein anderes Set, aber es hat mir dann den Bookstore doch zerfressen. Auf jeden Fall werde ich den morgen nochmal einen neuen Bookstore bauen können. Also. Oh nee. Echt? Nur für uns, Chat? Nur für ihr. Also ich halte es jetzt gerade parallel zueinander. Also. Okay, aber geht doch. Ja, es ist doch eigentlich das kleinste Ding. Warte mal, ich kann auch die Kamera bewegen. Also. So. Ey, Team macht's gut. Ey, Team, gute Nacht. Also wenn du den Turm wegnimmst, dann geht's tatsächlich. Ne? Ja. Geht auch eine Schule raus, oder? Mal ehrlich, guck's dir mal an. Ja, und wenn du es zweimal kaufst... Dann geht auch Feuerwehrgerätehaus geht auch raus. Ja, stimmt. Oder wenn du es zweimal kaufst, kannst du eine Kathedrale bauen. Das ist ein Insider. Das habe ich aber jetzt erst entdeckt. Das wusste vor mir noch keiner. Ach, du hast das entdeckt, wie immer. Ja, ich habe das entdeckt, selbstverständlich. Ja, natürlich. Obwohl, das wird schon, das wäre schon interessant, das zweimal. Ne? Du hast einen doppelt so hohen Turm und ein symmetrisches Gebäude. Ja, gut, dann passt er natürlich mit der App nicht mehr, aber dann, wenn du dann einen normalen Power Functions Motor nimmst, dann geht es wieder. Ja, aber. So, ich mache dich mal klein oder machst du noch Spektakel? Nö, ich weiß nur den Turm einfach hoch. Lass sie fallen, ich will sie fallen sehen. Kannst du vielleicht mal von der Rückseite zeigen, dann sieht man besser, wie dieses Bremssystem funktioniert. Yeah, Spektakulo Inferno. Und schon gehen die Zuschauerzahlen wieder hoch, ich sag's dir. Dankeschön. Guten Nacht, Marc. Inklusiv. Genau, Marc, ist gut, gutes Nächtle. Ne? Da komm her. Also ich finde das schon irre. Das habe ich ja auch schon gemacht, was für eine Schwungmasse da auch hinter ist jetzt. Boah, diese Dudelmusik, das ist ja fast wie im Freizeitpark. Ach, das ist ja aus dem Freizeitpark. Okay, gut, der war schlecht, ich gebe es zu. Alles gut. Ja. War cool. Also haben sich richtig was einfallen lassen, gefällt mir gut. Nee, wirklich. Also. Jetzt habe ich wieder, was ich gerade meinte, dass der das Getriebe nicht umgeschaltet hat. Jetzt hat er umgeschaltet. Und deswegen kommt die Musik, wegen dem Getriebe. Ich hatte einmal gesagt, er soll fallen lassen und dann kurbelt er einen Motor, aber Durchlaufgetriebe ist halt auch dran. Und jetzt? Und das ist ungefähr, als ich die Kette zusammen gemacht habe, ich hatte das Gefühl, da fehlen auf jeden Fall ein paar Stücke. Ich habe dann sowas von gezogen. Das Ding ist eigentlich stramm gewesen wie der Gürtel von Rainer Kallmund. Der hat doch jetzt so abgenommen. Aber das war am Rande. Ja, er ist auch sehr alt geworden, ja. Furchtbar.
Der tut mir leid, der Junge. Warum nimmt er ab? Und jetzt erst noch mal Badewanne voll Pommes. Nee, Vanillepudding. Ach, ja. Haben die Reifen Profil? Welche Reifen? Die Bremsreifen, ich glaube. Nee, die haben kein Profil. Die sind Flicks. Sowohl die hinten, die Schwungräder haben kein Profil, als auch die innen drin an dem. Matze, ja, stimmt, Matze, du hast es mir auf WhatsApp geschrieben, ne? Kette knüpfen war kein Geschenk, ja. Irgendwo habe ich den Tipp gelesen, man könnte einfach, man braucht den nicht lang abzählen, die ganzen Elemente, sondern man soll die einfach zusammenbauen bis auf vier, irgendwie, dann wird es passen. Ja, irgendwie so war das auch. Ich habe die ersten Zehnergruppen gemacht und dann zusammen und dann festgestellt, vier bleiben über. Ach so. Ah. Oh. Ach so, ja. Geht das. Ben, zeig mir mal deinen so, Bauch. So, Leute. Ja, Moment. Ich würde mich jetzt auch langsam mehr jetzt. Bist du gleich fertig oder was? Nö, der Ben hat noch viel zu tun. Ich bin, nee, um Gottes Willen. Ich werde da heute nicht. Aber. Ich kann aber auch jederzeit unterbrechen. Das ist überhaupt kein Thema. Sorry. Alles gut. Gemütlich, ja. So, ich glaube, ich werde mich jetzt mal auch ins Bett verabschieden. Thomas, ja, das war ein Traum. Es war mir ein Fest. Ja, vielen Dank. Danke, dass du das Niveau, war mir ein Kornfeld. Dass du das Niveau noch mit hochgehalten hast. Danke dir dafür. Ich habe es ja nicht geschafft. Ja, aber ein bisschen schon. Ich habe ja kläglich versagt, was das angeht. Das ist wie so der Held am Ende der Schlacht. So, oh, ich konnte sie nicht alle retten. Nein, schön, dass du da warst. Auch danke, dass du als Erster geschrieben hast. Du bist dabei beim Afterstream. Und wir haben ja gebaut. Glaube ich, weil. Ja, aber wir haben ja noch auch wirklich gebaut, alle irgendwie, der Ben baut immer noch. Ja. Und der Mod noch hat sogar dekonstruiert, den Bookshop von also von daher richtig alles gut. Alles für euch. Also. Und das so auf die Schnelle, das ist gut. Ja. Ich freue mich vor allem auf dich morgen schon wieder zu sehen um 10 Uhr. Ich bin gespannt, ob ich dafür die Freigabe kriege von meiner Frau. Aber ja, wenn ich mach sie mit, letztens auch so schön gewunken. Das stimmt. Also Off-Cam für uns natürlich, das stimmt. Ne? Genau, macht's gut. Alles gute Nacht. Schönen Abend für den Chat auch. Ciao. Tschüss. Eigentlich hätten wir doch jetzt, also wenn im Chat einer eine Kamera hätte und vielleicht eine Hose an, meinst du nicht? Ja. Na, die haben keine Hosen. Meistens. Dann geht das wieder bis 4 Uhr heute Nacht. Ja, nein, bis 4 Uhr nicht, aber ich würde schon ganz gerne... Wenn du bis 10 vor, ich weiß. Die 2 Stunden Zug voll kriegen, das müssten wir schon hinkriegen. Wenn ihr mir schon die ganzen Dislikes reingedrückt habt, dann noch... 28, nicht verkehrt. Ja, die waren, machen wir 20. Also vielleicht, wenn noch einer von euch eine Kamera hat und ein Gesicht, das man zeigen kann, Spaß. Ja, dann... Raus. Dann solltest du gleich selber rausgehen. Ja, das meine ich ja, schlimmer als uns geht ja nicht. Von daher, also dann nur mal kurz hier schreien, wie gesagt, es muss technisch alles passen, denn ihr wisst, diese Qualität hier bei X-Building Back to Happiness ist wirklich sehr, sehr hoch. Genau, Daumen hoch wäre schön, Daumen runter wegnehmen wäre noch besser. Und guck mal, jetzt geht der Thomas geht weg und die Zuschauerzahlen sinken, verständlich. Denn Thomas ist nun mal eine sehr, sehr gute Seele, eine gute Instanz. Hörst du jetzt mal auf zu schlagen? Ja, ich wollte gerade sagen, ich höre es auf. Ist das ekelhaft. Ich kann gut burpen, da reicht das. Es reicht, Matze, es würde reichen, der Ben würde dich adoptieren. Auch so viele Kinder will ich gar nicht. RP-Freund, wir brauchen keine Dislikes. Das ist der Stream von, das kannst du bei Marcel machen und beim Ben, nicht bei mir. Obwohl bei 50 Dislikes ziehst du ja auch eine Hose an, oder? Ich hab eine Hose an. Ja, dann 50 Dislikes rein. Einfach 20 okay. Zentimeter. Oh, ist das schon was anderes. Ach Gottchen. Ja, was denn? Ja, was denn? Ist doch egal, ich hab einen Ferrari. Ihr habt's mich eingeladen, jetzt halt's mal. Du hast dich selber eingeladen. Was? Moment, wer hat gesagt, immer mal auf der Stream, bist du dabei? Ja, du hast recht. Wir haben noch übrigens noch einen in der Pipeline, der hat gefragt, ob er noch Lust hätte. Marcel hat sich an. Hat, oh nein, das dauert dann wieder bis in die Puppen. Ist ja nicht weiter schlimm. Oh, da liegt jemand seit 18.30 Uhr im Bett. Wer ist das denn? Ach so. Ja. Stimmt, Matze, du warst mal live bei mir, da hast du tatsächlich recht. Echt? Ja. Frag mich bitte nicht, wann das war, aber es war mal. Ja. Wann ist der Stream zu Ende? Ja,
Der ist zu Ende, wenn Ben fertig ist mit dem Dodge? Nein. Oh nee, bitte nicht. Nein, wir machen auf jeden Fall 2 Stunden voll. Das wäre so... Ja, Onkel Peppi, was ist mit dir? Das... Ja, Peppi, das wäre dann jetzt mal... Ja, Peppi, ich hab im Discord bei euch eben gerade schon mal gewunken. Peppi. Ich habe 2 Plätze frei. 3 Plätze frei. Komm, Peppi, du, Jesse und der Dorsten. Rin. Ja, du bist mir ja einer. Nee, ich habe 3 Plätze. Oh ja. Es ist schönes Häuslein. Ohne Scheiß. Also das ist genau das, was ich immer gesucht habe. Na dann. Ja. Das war so, also. Das Schönste ist, ich erfahre aus dem Stream heraus, dass das rauskommt. Zack, habe ich es da gehabt. Also. No brainer. Ja, es ist halt, sieht halt geil aus, ne? Ja, klar. Keiner möchte, alles gut. Macht nichts, dann machen wir es halt alleine. So, okay. Nein, aber baut das nur, du baust, Ben, ne? Du hast keine Baustelle. Ich kann aber hier. Ich würde gerne sehen, was du baust. Das ist so, so. Dein Gesicht kenne ich halt schon. Oh, aber er macht es, Freunde. Guckt euch das an. Yeah, Trommelwirbel. Sackcam Deluxe. Sackcam Deluxe. So. Sag mal, Mott, noch was so ein Hemd an? Ja. Hast du dich hübsch gemacht heute? Nee, ich habe einfach das T-Shirt vollgekleckert. Das ist das gleiche Hemd, was ich schon, wenn ich ein Hemd anhabe, das die ganze Zeit anhabe, und es noch nicht einmal gewaschen. Das riecht schon streng. Gehört sich doch so, oder? No business like show business. Stimmt, ja. Merkst du was? Gut, dass es kein Geruchsfernsehen ist. Das Publikum war heute wieder und naja, egal. Gleich komme ich in Bett, sag. Nein, Prissi, kuschel, nee, lass mal, du stinkst. Ich schwenk die Kamera, ich habe damals die Kamera nicht nach unten geschwenkt. Nee, das stimmt, das war dieser Typ mit der Fukuhila. Mhm. Und der steht jetzt bei Ben am Karussell. Ring-dicke-ding-ding-ricke-dicke-ding-ding. Hab ich auch gerade irgendwie im Ohr gehabt, so. Oh, 2 Brüder, ein Gedanke. Karussellbremser. So, was soll ich jetzt machen? Ey, was ist das denn jetzt für eine Scheiße? Wo kommt der Kram hin? Alles. Peppi, wenn du mich Blotschi nennst, schicke ich dir den Link nicht. Ich sage hier nicht Blotschi. Ach, Blotschi. Ja, Blotschi ist besser, nicht Blotschi. Blotschkopf. Blotschkowski. Oh Junge, wo kommt das scheiß Gerät jetzt hin? Muss ich das? Ach, das muss ich einfach nur da drauf zimmern oder was? Okay. Olga Blotschkowski. Oh, warte, ich habe nochmal 3 Gäste, aber ich habe wohl den falschen Link geschickt. Uiuiui. Ui, wie das bei Henry. Das Publikum war wieder wundervoll. Ich habe einen Ohrwurm von dem blöden, wie heißt es denn? Pink Panther. Nee, Looney Tunes, ja, genau. So, jetzt fehlt noch eine. Eine Person fehlt noch. Wo ist sie denn? Geh rein. Geh rein, hab ich gesagt. Du sollst auf mich hören, wenn ich mit dir rede. Das gibt's doch jetzt nicht. Feuer gelöscht. Rein, raus, fertig. So, und jetzt was noch? So, jetzt aber. Die beiden und ach, die schwarzen auch noch. Ja gut, dann hops. So, wer ist denn da? Ist doch der Gerät kommt in die Dönerbude, stimmt, ja. Ich hab, von Playmobil gab es so einen geilen Dönerbuden-Typen. Lass ich hab den. Ich hatte ihn auch. Warum hast du ihn nicht mehr? Hm? Den habe ich mir gekauft beim Dings. Du hast mir erzählt, dass du ihn hattest. Wir haben einen Zugang! Ah. Da und ist er! Dorsten. Ach, ihr seid da alle zusammen! Servus, ne? Guckt euch das mal an. Du kriegst noch mehr Leute, du. Das Dumme ist nur, ihr könnt die Leute nicht hören. Doch, da, pass auf, da, zack. Aber den mit der Fukuhila und dem Schnauzer, der kommt mir jetzt bekannt. Wir sind parallel in der Show. Du bist parallel, nur kein Gerücht. Ja, aber das Problem ist, die Kamera wird nur einmal abgegriffen, Jessie. Ja, das stimmt. Ja, Moment. Dann musst du beim Kamera. Muss beim Dorsten raus und bei uns rein über von der Kamera. Jetzt haben wir so quasi fast funktioniert nicht. Da muss die Jessie hier aus dem Discord raus. Ja, ja. Ich gehe hier raus. Das war die beste Entscheidung, die du treffen kannst. So, Moment. Oh Scheiße, er macht nie wieder irgendwas. Doch, Dorsten war ja, doch. Dorsten war ja gerade schon etwas böse. So. Und irgendeiner aus dem Discord hier hört sich den Stream an. Das heißt, ich höre den Stream jetzt doppelt. Ich war es nicht. So, jetzt habe ich es geschafft. Genau.
Die Jessie, ja, die kenne ich. Hallo! Hello again. Ja, Jessie ist jetzt im Stream. Also Jessie, bei uns ist das erste Mal, würde ich sagen. Jawohl. Nein, ich war doch mal beim Würstel geht's drin, war ich kurz mit dabei. Nein, euch kann man nicht hören. Oha, das wusste ich gar nicht mehr. Krass, ja. Bist du geschädigt fürs Leben, tippe ich jetzt mal, ne? Ach, ich habe schon Schlimmeres gesehen. TMI, too much information. Guck mal da, der Chat sagt es so schön, wir sollen die Streams nicht kreuzen. Aber ich gehe mal eben kurz runter, ich muss noch meine Brille anziehen. Did it. Don't kreuz the Streams. Okay, dann bis hallo, gleich. Hallo, Fabman. Dorsch, hallo, Volker. Jetzt, wen habe ich noch nicht gesehen? Dorschen, hörst du mich? Dorschen. Oh, guck euch das an. Was meinst du, Blaster? Ich habe gerade mit dir geredet, ja, aber du hast nicht mit mir geredet. Hallo, Foto Tisi. Ja. Und ich höre dich. Dorschen, hörst du mich? Hallo, hallo? Dorschen, hallo. Hallo, Dorschen. Wir können dich nicht hören. Also wir können Dorschen hören, aber er uns ja, nicht. Ja, er kann uns nicht hören, so war es, genau. So richtig, extrem ja, zeitversetzt. Ja, das kommt durch den Discord, weil du jetzt ja noch da den Peppi und den Gunnar so dabei hast und den Sven auch, wenn ich das richtig sehe, da unten in der Ecke. Doch, ich kann euch schon hören, aber total zeitversetzt. Ach so, dann müssen wir langsam reden. Ja, genau, Peppi. Grüß dich, Peppi. Ja, der Dings macht, ja, das ist klar. Ja, hallo, genau. Herr Sösestein. Ja. Obala, jetzt habe ich den Discord wieder. Also ein Discord beendet. Ah, der Band macht das. Hey, das ist richtige Arbeit hier, ne? Aber jetzt höre ich euch. Jetzt hörst du uns, okay. Gut, du musst halt jetzt für den Peppi und für den Gunnar und für den Sven musst du halt jetzt übersetzen, ne? Der Ben hat sich seine künstliche Weitsicht geholt. Oh, ja. I am sexy and I know it. Spekuliereisen aufgeschlagen. Nein. Ja. Was nein? Also nix, sag ich mal, hallo Cäsar und tschüss. Peppi, sag mal was. Ah, jetzt. Was zum Henker soll ich jetzt hier machen? Aha. So. Ein Dodge bauen. Den Nüppel durch die Lasche ziehen. Was? Und mit der kleinen Kurbel ganz nach oben drehen. Genau. Ich soll alle von Sven grüßen. Das ist geil, Übersetzungsfernsehen. Stimmt, ja. Geil. Wollte ich immer schon mal. Und haben. Vom Baby Onkel und die Bricks. Österreichisch kann ich leider nicht. Sonst würde ich es mit Dialekt übersetzen, also rüberbringen. Servus, die Madel, grüßer, die Bomben. So war es genau, ja, genau. Und es fehlt noch so ein Drön. Drön. Das Einzige, was ich kann, ist. Nja! What the fuck? Ich finde das voll geil. Ihr sagt gerade so was von Dröhnen und hier fährt einer mit seiner Persönlichkeitsprothese vorbei, weißt du? Um die Uhrzeit noch bei euch da? Das ist ja der Skandal. Ja, vielleicht ist eine Kuh ausgebrochen und der Bauer muss im Trecker fahren oder so, ich weiß es nicht. Ach, das ist legendär? Legendär. Einfach nur legendär. Ja, der Dorschen hat es gerade richtig schlimm, der muss halt wirklich, wie gesagt, so quasi wie bei der UN macht er die Übersetzung für die... Ja, ich kriege jetzt langsam einen Knoten im Hirn. Oh, verdammte Hacke. Also, der letzte Rest geht jetzt noch, wird zugrunde gerichtet quasi. Ah. Ja, jetzt wo Mero weg ist, fehlt ein Stein, ne? Das ist ja... Ja, gut, dass ach, Marc, geh auf die 20 Streams, komme ich auch noch irgendwann und die anderen sicher auch. Ja, es wird ja nicht mehr gezählt, es ist zu Ende. Aus, ich bin Weltmeister. Waldmeister vielleicht. Ja, ich bin egal. Wenn du kannst den Stream einschalten und mich kannst du im Discord stumm schalten. Stimmt, genau, so geht's. Hört auf den Dorschen. Das kannst du tun, Sven. Bist du noch da, Dorschen? Hörst du jetzt uns überhaupt, wenn ich jetzt so mit dir rede? Ich höre dich, ja. Gut, ja. Du hast angefangen, Stadt zu bauen. Ist mir gestern erst aufgefallen. Voll cool. Angefangen, ich habe die Stadt fertig gebaut, da baue ich schon ein Jahr dran jetzt. Ja, ich habe angefangen damit, ich wollte sagen, ich habe gestern zum ersten Mal gehört. Du hast angefangen, die Videos zu gucken. Ja. Genau, ja, ja. Hashtag Dorschen baut Rom an einem Tag. Ja, ja, so, genau. Okay. Aber er hat Rom gebaut halt aus 50, wie die Römer auch, aus 50 verschiedenen Kulturen zusammengeklaut.
gebaut, nicht geklaut. Und, die Mixed Bricks ist das, die genau. Mixed Bricks, ja. Das fand ich fand es echt cool, weil ich saß gestern Curry Pommes Weiß essend vorm Spielzeugladen, vorm Fedes und hab mir deine zwei Videos oder drei, vier sind es, vier, angeguckt und fand es übelst lustig. Jetzt ja, meine Kitty ist ja nur total begeistert. Ja, ich finde ja das Coole, dass du, wie soll ich das sagen, dass du auf deine Kinder hier hörst, dass du sagst, deine Kinder haben das so und so gewollt. Ne? Ja. Läuft bei Alex Nunes doch auch. Das ist halt so, wenn man Kinder hat. Guck mal, der Henry ist auch noch dabei. Und wir haben, Henry, guck, wir haben jetzt, wie sind wir jetzt mit den, bei dir, Thorsten, sind es vier Stück, ne? Was sind es vier? Bei mir sind es drei. Drei. Also drei. Mit mir sind wir zu viert, ja. Vier, genau. Plus noch drei. Wir haben also, Streamy hat ein bisschen überlistet, wir sind sieben. Und du musst das leider übersetzen, halt, ne? Das stimmt, ja. Acht, aber egal. Acht? Ja, es ist wahnsinnig schwierig, Sven, sich mit euch zu unterhalten und mit den Streamern hier auf StreamYard. Das funktioniert nicht so ganz. Ich bin nicht multitaskingfähig. Ich habe zwar Oberweide, aber trotzdem funktioniert es nicht. Ich finde das aber cool, wenn die Kiddies so mitentscheiden können bei der Stadt. Ja, definitiv. Ja, es ist ja die Stadt für die Kinder, die spielen ja auch damit. Ah, cool. Ah, die haben eine eigene Stadt bekommen, die ist 4x9 Platten groß. Also knapp 1,5 Meter auf 2,5 Meter oder so ungefähr. Haben sie bekommen, damit sie meine Sachen in Ruhe lassen. Okay. Ja, cool. Na toll. Aber super. Und vor allem, wie gesagt, der Dorsten hat ja, jetzt sage ich es mal, viele Kulturen, die er da vereint. Das finde ich gut. Von Enlightened über Lego, über dies, über das. Baby, ich kann gerade nicht. Moment mal, was? Ja. Es ist wirklich so, du bist quasi du bist das rote Telefon nach Moskau und wir sind ja, genau. Wir sind so die UdSSR und ihr seid Amerika oder umgekehrt. Ich müsste jetzt hier noch was schon so Bananenstecker umstecken die ganze Zeit. Ne? Schön. Ach, schade. Ja, schade für den Chat, dass sie jetzt nicht hören können, was ihr so. Ne? Vier. Ja. Oh, was trinkt denn der liebe Herr Mottenhoff da? Was ist das? Ist das wieder ein, was für ein Kaltgetränk? Kinderplörre. Ah, Kinderplörre. Okay, gut, alles klar. Aber aus dem schönen alten Expo 2000 von der Landesmesse. Oh, da, von ich probiere mal etwas. Ja, dann probier mal. Ich rate dir Koroba. Ich probiere Heineken. Auf der Expo 2000 sind wir damals von der Schule oder Berufsschule, das weiß ich gar nicht mehr. Also ich Berufsschule, du bist älter als ich. Also ja, einer von euch kann da noch mit rein. Ja, dann war ich auf der Doktorandenschule damals, ich weiß gar nicht, als ich mein Ingenieur gemacht habe. Spaß. Auf jeden Fall waren wir jetzt ein paar Mal da und wir waren immer zu Tagen, wo es Freibier gab. Das war der Hammer. Wir sind da immer hin, nüchtern und haben so dann so angeguckt und dann waren die Lehrer irgendwann weg und dann Pavillon Bulgarien Freibier weg. Also es war der Hammer. Ich glaube, er hat einen Kumpel von mir auch gefunden, weil der war nachher so von Knüppeldicke. Ben, was lachst du so? Ach, du bist mit einem... Jesse will zuhören. Nee, ich habe gerade den im Chat jemanden... Oh, ich höre mich gerade. Ich höre mich gerade bei irgendjemandem. Voll nice. Ich bin jetzt, habe gerade was ausprobiert. Hört er den Pepe-Onkel jetzt? Jetzt höre ich dich doppelt. Ich höre dich doppelt, ja. Okay, also funktioniert also nicht. Also den Peppi hören, ja, verstehen ist eine andere Geschichte. Henry, mach's gut. Schön, dass du... gute Nacht. Schaut euch mal diesen Kommentar an, der ist super. Gute Nacht, Henry. Ja, ich habe euch jetzt auf dem Laptop und da seid ihr laut. Was soll ich jetzt hier für eine Kacke machen? Entschuldigung, Mensch. Also wie gesagt, ein Platz wäre noch frei, so vom normalen Slot her. Ich bin kein Ingenieur, Freunde. Ich bin Blocksingenieur. Blocksingenieur, genau. Ich bin. Ich merke gerade, dass meine Discord-Zuschauer da alle stumm hocken und sie wissen nicht, was sie tun sollen. Naja, zuhören, also wenn sie nicht reden.
Ja, ich habe es jetzt wieder abgestellt, weil es funktioniert so nicht. Du kriegst den Ton nicht rein, weil StreamYard ja nur das Mikrofon abgreift. Genau. Dazu müsstest du deinen Desktop-Sound abgreifen und es funktioniert nicht. Vielleicht mit einem Tool oder sowas. Es gibt so Tonmischer, da könnte man das machen, aber das ist ja, um Gottes Willen, wenn du eh nur die Slots so hast, ne? Ja. Ja, nee. Aber jetzt ist es der Kram zu Ende und wir machen weiter. Nur die Flagge wurde abgenommen, das macht ja trotzdem alles weiter. Ja. Ja, man kann ja trotzdem weiter streamen. Das heißt ja nicht, dass das Streamen zu Ende ist. Nee. Das war vorher nicht weg, das wird hinterher nicht weg sein. Genau. Das wird wahrscheinlich jetzt sogar mehr laufen als vorher. Wahrscheinlich sogar. Einfach wieder, wie eine Werbung. Bei manchen schon, ja. Bei manchen leider schon. Bei manchen schon, ja genau, bei manchen leider schon. Du bringst es auf den Punkt. Gut gesagt. Er kann ja schon mal nicht uns meinen, das wäre ja nicht hier, aber du hast schon recht. Ja. Domino-Fan schreibt gerade, dass heute vor 20 Jahren die Expo aufgemacht hat. Und ich trinke daraus aus diesem noch ein Glas Bier. Du bist ein, wie soll man das sagen, du bist ein, ein Prophet ein oder sowas. Ein Fuchs, so. Ich bin ein Poet. Poet. Nee, das war auch was anderes. Ich bin ein Geier. Ah, hier, oh Mann. Der Herr Süßestein sagt das. Ja, ich bin auch ein Geier. Ein Geier, großes G, kleine Füße. Ja, Herr Süßestein, mehr aber auch nicht. Das Internet bleibt noch ein bisschen, genau. Das Internet bleibt noch ein bisschen. Aber Stream-Junkie. Ja, wobei, ganz ehrlich, morgen werde ich auch wirklich anfangen, hinter mir die Wand abzubauen, endlich. Und in Kartons zu packen. Und dann wird halt... Dann ziehst du um, oder was? Nee, aber ich muss mich ja vorbereiten. In 3 Wochen geht's los. Und in 3 Wochen ziehst du um? Ja, ja. Und da gibt es ja noch ein paar andere Sachen, die man machen muss. Und deswegen... fange ich morgen da schon mal an und schnief, schnief. Ja. Muss kurz seine Licht ausschalten, Moment. Weißt du, was das Schöne ist an Freundschaften im Internet, die weit, weit weg wohnen? Nee. Man muss ihnen nicht beim Umzug nicht helfen. Ich wusste es doch. Aber weißt du, was das trotzdem das Schöne ist und deswegen halt auch, es gibt Leute, die gesagt haben, ich komme vorbei und helfe dir aus dem Internet. Die sind aber näher da. Fände ich jetzt ein bisschen übertrieben, zu dir hochzufahren. Das ist gar nicht so weit weg ist jetzt auch nicht, aber alles gut. Nee, aber der liebe Bricktendo kommt und der liebe Sebastian kommt. Das ist richtig cool. Und der Bricktendo zum Beispiel ist ganz, ganz wichtig, weil er mir einen Anhänger mitbringt. Und der Thomas S. sagt gerade wegen Umzug, es gibt, das habe ich wirklich vor, also einen Livestream zu machen. Vielleicht dann eher beim Jan, weil Bricktendo, weil der die Tausendergrenze hat, irgendwie so will ich das machen. Oder wenigstens danach ein Livestream, wenn ich meine Kisten alle auspacke und wieder finde, was ich da überhaupt an Klemmbaustein reingepackt habe. Ja. Würde das eigentlich gehen, ein Livestream über StreamYard auf YouTube zu machen? Das geht immer. Das also per Handy. Per Handy, ja. Aber nicht, wenn du Host bist. Das geht, glaube ich, nicht so ohne Weiteres. Nee, aber als Zuschauer. Deswegen sage ich ja. Ja. Also als dabei kommen kann ich, aber als nicht als Host. Genau. Richtig. Deswegen sage ich ja, also dass ich dann eher vielleicht den Jan frage, ob er es macht oder so, wenn wir live streamen würden. Nee, Russland wird es nicht sein. Es wird Russland nicht. Ich zieh nicht nach Russland. Leider nein. Noch nicht. Die zahlen nicht genug. Gibt es da Klemmbausteine in Russland? Überwiegend Ausini haben die da. Ich habe Kobri. Was haben die? Kobri? Kobri. 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 Zuckerblatt, Kobri. Das war kein Taschka voll doppelt. Freunde, nicht, dass hier da einer bei Google. Nach Polen wäre cool. Nein, da bricht keine. Ist da einer bei Google was? Nee, wir labern irgendwelche Schwachsinn. Ich habe keine Ahnung, was da ist. Ich bin bei Kobi ein. Ja, genau. Ich möchte nicht, dass. Vielleicht muss ich ja da echt nochmal arbeiten. Rockstar hat gestolen, Kobi Stein aus Polen. Ja. Was los, Sven? Sven macht Werbung für dein Discord. Ist eh schon unten drunter in der Videobeschreibung Werbung. Für uns mit reinkommen. Sven, es geht nicht. Ich kann nicht permanent, ich kann da nicht 5 Leuten gleichzeitig zuhören. Es geht nicht.
Da fühle ich mich überfordert. Kobri, das Leppin von Kobi, genau. Aber es gibt ja, wie heißen sie, Guan Guan, die ja sehr verwandt zu Kobi bauen. Mhm. Ne? Guan Guan, Doschen, wie heißen sie? Du kennst dich besser aus. Ja, Guan Guan heißen die, ja. Die kopieren Kobi aber nicht. Also es gibt da diverse Panzer und so weiter, die ähnlich ausschauen wie Kobi-Modelle. Das liegt aber auch daran, dass der Panzer in Wirklichkeit so aussah. Da kommt nun mal auch so ein Panzer raus, der so aussieht. Weiß ich. Aber vom Aufbau her sind sie anders. Das ist das Gleiche wie mit dem Krokodil. Genau. Ja. Wenn du nach einem realen Vorbild ein Design machst, dann sieht das immer gleich ähnlich aus. Ja, nee, das stimmt schon. Aber ich weiß, es Guan Guan, es gibt so ein, zwei Sets, da sagt man schon so, oh, ist ja auch okay, ich meine nicht okay, aber du hast schon recht, dass Panzer halt nun mal aussehen wie ein Panzer, so ist es. Mhm. Aber es gibt da ein, zwei, wo die wohl wirklich sich angelehnt haben, verbessert haben, sagen wir es so. Aber es gibt es auch umgekehrt. Die sind komplett vom Aufbau anders. Das Ergebnis ist gleich, aber der Aufbau ist anders. Ach so, dann habe ich... Die komplette Wanne ist anders aufgebaut. Okay, in der Dings... Also da steckt eigener Gehirnschmalz drin. Ja, aber es wird auch wahrscheinlich verschiedene Anbieter geben, die jetzt hier die Titanic anbieten, nicht nur Kobi oder sowas, oder? Nein. Die sehen am Ende auch gleich aus. Es gibt zum Beispiel von Oxford auch die Titanic. Und wenn du die anschaust, dann könntest du glauben, die haben die Idee von Sloopern geklaut, weil sie ziemlich ähnlich ist. Aber es ist nicht dieselbe Bauweise. Das Ergebnis schaut halt gleich aus. Na, es gibt aber zum Beispiel auch, es gibt den RSO Raupenschlepper oder Raupenschlepper Ost, wie er heißt, der wird ganz oft das Guan Guan, die Anleitung genommen und die wird aus Kobi-Teilen oft nachgebrickt. Also geht auch andersrum. Ne? Also ist schon, ich habe nur mal gehört, bei irgendeinem Panzer, der wäre wohl eine Kobi-Kopie oder anders eine Kopie mit Verbesserung. Aber ich habe noch keine in der Hand gehabt, ich habe es mal vor. Es sind keine 1:1 Kopien. Da habe ich mich gestern erst mit Takeshi drüber unterhalten. Haben wir uns angesehen. Habt ihr euch sogar angeschaut? Ui. Ja. Takeshi kenne ich, der hat doch eine Castle, oder? Ja. Ja, genau. Oh Mann, jetzt geh da rein, du Arsch. Wen meinst du jetzt? Den Brian, der gerade den Discord gejoint hat, oder was meinst du jetzt? Ja. Das meine ich nicht, nein. Aber was sie immer mehr tun... Guan Guan, das ist, dass sie Kobi-spezifische Teile übernehmen. Ah. Weil der Kobi nicht, hat sich die anscheinend nicht sichern lassen oder sowas. Okay. Ja, ja. Krokodil halt. Sven ist gerade am Meckern. Warum schimpft er? Ja, weil ich nicht mit ihm rede. Ach so, naja. Oh. Man erkennt doch von zu Hause, also. Ein kleiner Spaß, Sven. Er hört dich nicht. Ach so, naja, er kann den Stream noch gucken. Ist die Technik halt. Naja, gut, das war ein Experiment, oder? Funktioniert leider nicht. Genau. Ja, naja, egal. Tricks-Zeuge. Ich fand es lustig, vorhin, der Dorsten hat ja seine Benachrichtigung drin, wenn er ein Abo bekommt. Und das war ja am Freitag bei mir im Stream schon, dass immer dann diese Bierkrüge aufgepoppt sind. Und vorhin aber auch im Zoom mit 40 Leuten, da auf einmal poppten auch bei dir so Bierkrüge hoch. Das sah halt ziemlich ulkig aus. Ne? Ich versuche jetzt mal übers Handy in die Laberecke reinzukommen. Problem ist vielleicht für die Leute draußen, die wissen ja gar nicht, wer redet, weil man es so schlecht sehen kann. Mal schauen, also wenn man sie hört. Ja, wir kennen sie ja, aber wir kennen die anderen, also der Chat draußen weiß ja nicht, wer. Starquest, wie geil. Undertaker schreibt, Sven kann noch mit der Katze reden. Versteht man sie? Ja, genau. Ja, genau, Warhammer 40k ist das doch. Jetzt haben wir eine Rückkopplung, Tessie. Wir haben das, genau, das ist halt, das haben wir doppelt. Okay. Warhammer 40k hat er auch da, also. Entschuldigung. Alles gut. Modnoff, zeig mir bitte mal, was war das gerade, was du da hattest? Mach dich mal groß und dann sagst du mal was dazu. Das ist ein aus dem Games Workshop-Universum, ein Limer Rust-Panzer der Imperialen Armee, des Astra Militarum. Also Modellbau, Zusammenbauen, Anmalen, Kriegsspielen. Okay. Das ist das, was ich so vor dem ganzen Lego-Kram gemacht habe, stellenweise immer noch mache. Großer Vorteil bei Lego ist sofort bunt. Ja. Stimmt, da musst du selber anmalen. Aber das ist aber jetzt wirklich Modellbau, wie Reverso. Quasi. Warte mal, habe ich da drin.
Ups, da ist halt solche Gussrahmen hier und da musst du dann ausknipsen, zusammenkleben. Okay. Oje, oje. Habe ich früher viel gemacht, habe ich sehr viel Geld für gelassen. Ja, ich auch. Und hab's dann immer, es war immer relativ scheiße. Am Ende konnte ich's, dann hatte ich auch keinen Bock mehr. Ja, jetzt kommt gerade neues Regelwerk raus und ich habe das letzte Regelwerk schon nicht nachvollzogen und von daher. Dann lass mal treffen irgendwann, ja, wenn die Scheiße drauf ist. Das ist ja an sich das Geile an Klemmbausteine. Wenn dir das Ding nicht mehr gefällt, zerlegst du es, machst was anderes draus. Ja, das kannst du ja mit so Modellen nicht mehr machen, ne? Nee, bei Revell ist schwierig. Ja. Ja. Brick vor Steffen, mach's gut, ciao. Gute Nacht. Gute Nacht. Gutes Nächtle. Ich meine, es ist krass, wir haben es immer noch, aber wir haben jetzt 1 Uhr und haben noch immer 130 Leute dabei. Ich fand es am Anfang krass, dass du fast 200 Zuschauer hier hattest. Ich meine, das war jetzt quasi, ne? Sie haben, sind alle rübergeschwappt. Aber trotzdem eine normale. Ich bin mal gespannt, wie lange es dauert, bis ich es, sag ich mal, wieder normalisiert. Aber wir hatten Freitag auch 200 im Schnitt. Aber ich glaube, das ist alle wegen Thomas Freitag da. Mit dem Thomas weg ist, sind die Zuschauer auch runtergegangen, oder? Aber Freitag war auch ein BBFH-Stream. Ach so, und das hier ist kein BBFH-Stream, ne? Stimmt. Ja, da merkt man den Unterschied. Ja, es ist der Afterstream. Aber der Unterschied ist ja eben nicht da, das ist ja der Witz. Genau. Die Leute haben gesagt, es ist ein Afterstream, und jetzt sehen sie halt da 7 After und schauen zu. Genau. Keiner widerspricht, oder? Ja, gut. Nein. 7 nach, sehen sie also. Stimmt. Man muss der Wahrheit als auch mal ins Gesicht gucken, ne? Auch wenn es scheiße aussieht. Achso, Fatman auch, gute Nacht, oder? Der Volker, von wo nach wo ich ziehe? Oh, ich ziehe also nur so ein bisschen weiter weg von hier, wo ich wohne. Ich möchte die Adresse halt nicht sagen, sonst. Du ziehst nach weiter weg von da, wo du wohnst. Genau, ja. Verstehst du das? Das kommt gleich nach einem YouTube-Kollegen, der mal meinte, der hat meinen Kanal irgendwie vorgestellt und meinte, leider wohnt er nicht so nah wie ich. Nein. Das ist auch geil. Ihr wisst ja, was ich meine. Ich ziehe um ein paar Kilometer von hier, wo ich jetzt aktuell wohne, ziehe ich ein paar Kilometer weg. So. Genau. Wie soll das scheiße? Ein Umzugsset, das wäre natürlich auch cool, ja, stimmt. Die Lego-Möbelpacker. Lustigerweise habe ich alle Lego-Trucks, die es gibt. Das sind 3 Stück, aber da passt nichts rein. Es gibt so 3 Lego-Sets, so Trucks, also wirklich Lego-Trucks, die Lego ausliefern. Die habe ich mir gekauft von Lego. Aber da kriege ich nichts rein. Die transportieren mich nichts. Da war doch aus den 80er Jahren noch so ein 4-noppiger Sattelschlepper mit einem Container für den Güter. Ja. Ne? Ja. Wollte ich auch immer haben. Ja, in Gelb. Den habe ich zweimal. Können wir nochmal drüber reden. Ich soll vom Discord aus fragen, warum ihr den F40 von Lego gebaut habt und nicht den von Snuban. Weil ich nur den von Lego habe. Ich war bei Aldi und hab den dann gekauft. Ich weiß nicht mal, was Snuban ist. Snuban, Nein, erklär es nicht, er weiß es eigentlich doch. Ja, er weiß es doch. Snuban ist scheiße. Ja, inzwischen ist es. Sagen wir so, vor BBFH wusste ich es wirklich nicht, dass es das überhaupt gibt. Echt? Aber das ist doch, du wohnst doch in der Nähe von Slobodan, also da, wo es herkommt. Ich glaube, das ist der. Ich bin mir nicht ganz sicher, lieber Domino-Fan. Das kann hinkommen mit dem Jahr. Das kann sein, ja. Ich meine, es war der erste, der 86er. Müssen wir mal googeln. 4 Noppen breit, das ist die Hälfte von dem da. Das stimmt. Obwohl, warte, das ist die 6 Noppen breite, ne? Gott. Aber da ist man mit zurechtgekommen. Ja. Kann 4 Noppen ja auch so ein bisschen, ach, weiß nicht, der wird nicht groß geworden. Ja, der ist das. Den habe ich. Und die anderen auch noch. Das ist gut. Ja, komm da rüber, Peppi. Ja. Der Peppi, aber er muss auf dem Stuhl sitzen bleiben. Hui! Oh, scheiße, jetzt darf ich auch so Kettenglieder machen, na super. Was hast du denn? Was, Kettenglieder ist das Schönste, was man in der Klemmbausteinwelt machen kann. Bauen aber kann. So langsam kommst du halt hier in Schwung. Ne? Ich mach den mal groß kurz. Das ist natürlich schon hier. Das wird so langsam. Ne? Jetzt merkst du halt hier die ganze Technik, die da vor sich hin blubbert. Oh. Genau hier. Da blubbert es halt alles vor sich hin. Das sieht schon geil aus. Also, ich habe ja bisher, was ist den Track Tracer habe ich gebaut, aber das ist ja auch mehr umhüllte Luft als alles andere.
Also ich liebe die Track Tracer, ne? Aber das hier. Kann mir eigentlich einer sagen, seit wann die Kolben gelb sind? Ich kenne die eigentlich noch als grau. Waren die nicht mal blau? Ich kenne die nur als gelb. Die waren schon immer gelb, ja. Echt? Oh. Also ich kenne sie nicht anders, sagen wir es mal so. 6692, oh Domino-Fan, jetzt sagst du was. Es gab mal so ein kleines Go-Kart oder sonst irgendwas mit einem Zylinder drauf. Der war auf jeden Fall, der Kolben war dann da grau. Aha. Dark Grey. Kein Dark Blue Spray, also Dark Grey. So. Den meine ich, den habe ich auch. Ich habe, das ist blöd, ich habe die ja alle. Aber der sind super. Und dann das Z3321, oh, der hat es recht. Da, zack. Mein, das die waren auch schon rot. Ja, vier Noten, ist ein, vier Noten ist ein Thema, wie gesagt, weil wenn du so wie ich Kind der 80er bist und dann irgendwann ganz lange Star Wars gemacht hast und dich jetzt so wieder in City verliebst und merkst so, ups, die zwei Noten, wo kriege ich die jetzt her? Aber da habe ich richtig Bock drauf in Zukunft. Ja, ja. Aber Ben, ich hatte das Dodge dich gar nicht gefragt. Fandst du das? War das Liebe auf den ersten Blick? Nein, ne? Das war es eher nicht. Das war okay. Also es war jetzt. ich sag mal so, beim Lambo ist es krasser. Aber beim Lambo hätte ich ja verdammt nochmal das scheiß Geld davon ab. Ach. Und beim Dodge habe ich also gedacht, ja, schon geiles Set, aber ne, Technik und steht rum und hast du nicht gesehen. Aber jetzt als Bricktendo, wie gesagt, den mit Beleuchtung dann nochmal in Discord geknallt hat. Ja, das kann der liebe Bricktendo ganz gut. Ja. Das hat er Nacht raus. Macht gut, gute Nacht. Ich muss ja demnächst noch ein Video machen, wie ich meine Unterwasserwelt, die ganzen beleuchteten U-Boote reinknallt. Das wird auch geil. Das ist ja schon fertig, oder? Ich freue mich schon drauf. Was denn? Auf die Unterwasserwelt, die beleuchtet doch, es leuchtet doch schon so. Ja, nur in Blau. Das, was ihr da blau scheinen seht, das leuchtet. Ja. Das ist aber auch alles, was leuchtet. Ich höre euch schon noch, Sven, aber ich kann mich nicht auf fünf Leute gleichzeitig konzentrieren. Hast du das nicht heute schon Brian, gesagt? Mach's gut. Ja, ich glaube, wir sind Déjà-vu. Oder? Oder doch nicht? Mir kommt dieser Satz zurück. Noch. Der Déjà-vu. Der Volvo hatte wohl laut Gunnar die Kolben in grün. So. Ja, gut. Also beim Lambo gefällt mir einfach die Farbe nicht. Ja, ist aber Farbe, ist Originallack. Also die Farbe ist doch Porno. Ey. Das ist bei der Arbeit kontrolliert. Glasgrün, hallo? Glasgrün, genau, muss man drauf machen. Ja, ich brech hier gerade vom Rad. Sven beschwert sich, weil ich ihm nicht antworte. Dabei hat er mich stumm geschalten und drum kriegt er meine Antwort nicht mit. Ja, wer mich noch nicht kennt. Was, Inkontinenz? Nein. Habe ich irgendwas verpasst? Nee. Der. Nee, okay. Alter, wie soll ich denn jetzt diesen gelben Knubbel da rein? Alter, was soll das? Mit der Peitsche. Nee, genau das Set 2148 habe ich sogar aus Versehen zweimal gekauft bei eBay Kleinanzeigen. Ach, das kann man das nicht nochmal hochholen? Ups. Doch, nee. Sieht, ist das Lambo Grüni auf der Arbeit bei uns? Ich habe es mal kontrolliert. Das ist eine Originalfarbe, die es im VW-Konzern gibt. Und ja, VW Lamborghini gehört, wie ihr wisst, natürlich auch zum VW-Konzern. Ist das so? Yep. Hoffentlich ist es kein Diesel. Nein, okay, Sven, alles gut. Alles klar. Der Ben wollte kurz. Der hat gerade Mercedes-Beleidigung gemacht. Ich baue eine Honoa-Garage. Oh. Willst du echt noch was bauen? Weil ich weiß. Dem Stream bei Henry das zweite Set. Was du im Stream gebaut? Nein, achso, seit dem Stream, okay. Stream. Sind nur 153 Teile. Also ich bin jetzt gleich mit Tüte 2 fertig und werde mich dann tatsächlich auch Richtung... Ich wollte nämlich auch eigentlich sagen, ich bin jetzt, wir haben jetzt 2 Stunden und ein paar zerquetschte. Ich bin jetzt neugierig, weil das steht beleuchtet. Okay, dann machen wir wenigstens Unboxen, weil ich würde auch ganz gerne, weil ich morgen früh ja schon wieder beim verkehrte Welt, das Stream ist ja zu Ende, aber ich bin ja morgen früh wieder beim Dings. Warte, ich mach den mal kurz groß. Ich würde mich auch das in die Haier wollen. Wie so eine Batteriebox. Tust du irgendwas anderes außer Streaming, Blockstar? Nein, tut er nicht. Ja, also, er sagt immer, er würde arbeiten, aber das stimmt gar nicht. Ja, ich glaub's auch langsam. Doch.
Es wird langsam unheimlich. Nein, ich, wirklich, also jetzt ab morgen ich, und so. Wirklich, Ich war nie in einer Partei, ich, Ja, Nee, ohne Witz, es wird weniger werden, aber es wird wieder so werden, wie soll ich das sagen, kuscheliger werden vielleicht. Es wird dann wieder mehr werden. Wir nehmen uns mal die Uhrzeit ein. Also nur noch 12 Streams die Woche. Ja, genau, weniger. Also am 1. Juni um 1:02 hat Logstar die Lüge fürs Leben preisgegeben. Er streamt ab jetzt weniger. Doch, tue ich ja. Und wenn ich streame, dann ja wahrscheinlich mit dir oder mit dem Dosten. Ach, ich nehme jetzt warum, was habe ich dir getan? Wir ja, wollten genau. Noch, wir wollten doch noch die User-Runde machen. Mit ja, müssen wir machen, ja. Ja, so. Müssen wir machen. Wie kann die Welt so ungerecht sein, dass sie nein, bei mir von dem Blindbild. Und dann müssen wir noch den Brick Nico holen und dann ist gut. Der hat nämlich zuerst geloost bei den Customs. Der loost, Entschuldigung, ich sage jetzt nichts. Ich habe ja nur geloost, weil mir Teil gefehlt hat. Ja, das sagen sie alle. Das sage ich nicht alle, sage ich immer. Das war der Anfang von Elend, oder? Das war das erste Teil, das dir gefehlt hat, oder? Und dann ging's los. Genau, das war diese Achse. Ja. Diese, das war der Anfang vom Ende. Vom Schneemobil. Aber da konnte ich dann hinterher wenigstens beim Aufbauen es noch so kaschieren. Ja. Und es hatte Ketten, das ist noch viel schlimmer. So, ich bin jetzt zumindest so weit, wenn ich jetzt die Räder dran kloppe, dann weiß man auch, dass es am Ende ein Auto werden soll. Das machen wir. Nee, weil Freunde, wirklich, ich bin übelst müde. So. Ich will jetzt nur noch schnell diese LED-Platte zum Leuchten bringen. Okay. Kannst du es nochmal ganz kurz sagen? Wie hast du es gesagt? LED? LED-Platte. Ja, es hat sich auf Schweizerisch schöner an. LED. Ha. LED. Die Betonung auf dem... Ja. Auf dem so. Ersten Buchstaben, das ist so typisch. Ja. Ich finde das schön. Idee. Kannst das andere cool. eigentlich sparen? Ja, warte, oh, es, der Herr der Sprache ist bei der Licht, doch Jessie fand einen Schalter nicht. Doch, hat sie gefunden, cool. Und das war gleich dabei, ne? Das ist cool. Ja, so dabei. Ah, das ist so eine typische Sembo-Beleuchtung. Die sind auch im Sembo-Club, diese Teile. Im Club sind die auch dabei, ne? Wollte ich gerade sagen, das habe ich mal gesehen. Und das Teil in Pikachu einbauen über dir, das wäre auch cool. Donnerstock. Genau. Ja. Ey, das Dumme ist nur falsche Teilegröße. Oh, geil, ich kann das Auto fahren, Bruder. Hast du es überhaupt leuchten sehen? Ich habe gesehen, was ich sehen wollte. Ben, hast du das LED gesehen? Oh, ja, es hat geleuchtet. Es war mit Tschernobyl. Guck mal, ich kann Auto fahren. Geil. Hand cool. of God. Ja, ich weiß, ich bin ja auch derjenige, der es steuert. Ich dachte gerade, ja, es sieht alle aus wie so ein 20er-Jahre-Hot Rod. So. Nee, ohne Scheiß, das sieht jetzt so aus wie das Technikauto von vor 20, 30 Jahren. Das habe ich mir gerade gedacht. Das habe ich mir gedacht. Nichts drumherum, sondern nur pure Technik. Und da habe ich mit Technik aufgehört. Das ist, ja, so finde ich sympathisch. Die Paneele finde ich doof. Ach, quatsch doch nicht. Ja, ich habe keine Ahnung, es ist spät, ich bin übermüdet. Du bist aggro. Ja, ich bin aggro. Den ganzen Tag heute schon, das stimmt. Ich habe überall gehatet und geschimpft. Boah, das ist ganz furchtbar heute. Kopftätschel. Ich dachte, Popelpot, Blitzel weiter stream. Ja, dann macht das glaube ich ja. Es könnte ja beim Dosten oder bei der Jessie vielleicht machen, aber ich bin echt wirklich. Diesen Satz habt ihr noch nie gehört, müde. Das ist ja ein ekelhaftes Wort. Nee, ja. Also jetzt nicht mehr. Ich wollte einfach wissen, wie jetzt dieser Leit. Aber Dankeschön, dass du uns daran teilen lassen hast, weil ohne Witz, das habe ich auch noch nie gesehen. Der Sembo-Club ist ja von mir eine große noch Liebe. Was guck, was hat er jetzt mal, wieder? Guck mal, der hat. Federung! Ja, ist doch. Was, guck mal, wir wackeln sogar die Kamera bei dir. Sogar die Kamera. Ah, Hilfe weg. Das Geile ist, durch das ganze Weben bleibt die Karosserie genau auf der gleichen Höhe, aber der Rest wackelt. Der ganze Tisch! Wie so ein Hühnerkopf, der sich bewegt. So. Nein. Wackeldackel! Also, Wackeldackel! Machen wir es so, Freunde, und vor allen Dingen, lieber Chat, seid nicht böse, wenn wir jetzt den Afterstream beenden. Ich habe heute dreimal dann ihr wisst es ja, alles gut. Ich weiß nicht, ob Dosch oder ob da bei dir noch was passiert, oder talkt ihr weiter bei euch in einer kleinen Runde? Ich könnte schon noch mal einen rausschmeißen. Ich muss sowieso durchmachen, ich habe nächste Woche Nachtschicht, also es ist scheißegal. Also, liebe Freunde, geht zum Doschen. Wenn ihr es auch wissen wollt, auch der Discord vom Doschen und auch unserer von den Geiern ist unten verlinkt, ist immer verlinkt. Dann sage ich euch im Stream wirklich vielen, vielen lieben Dank. Also im Chat meine ich. Ihr merkt, ich bin echt ein bisschen müde. Ich baue ab, wie
Nee, nicht wie Kobi, wie Sluban. Und ja, danke Motnov, danke Dorsten und Gunnar und Sven und Peppi da hinten in der Ecke. danke Jesse und Schätzelein da unten. Grüße nach Aachen, danke dir auch. Peace. Over and out. Hat echt Spaß gemacht. Das letzte Mal, dass ein BBF-Hashtag wo drin war. Popel und Sandra, wie alle heißt im Chat. Wirklich hat Spaß gemacht. Ich bin müde, wirklich, jetzt kann ich zum ersten Mal sagen, over and out, auf Wiederbauen. Euer Blockstar. Alles klar. Ciao. Ciao. Servus. Ciao, ciao. Ciao mit Out, ciao mit Ö, ich bin echt müde.